There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down. Einen schönen guten Tag miteinander. Jetzt hätte der Stream gerade fast ohne mich angefangen, weil ich habe vergessen, mir mein Bier zu holen. Jetzt bin ich gerade nochmal losgerannt und habe es wirklich in der letzten Sekunde hierher geschafft. Fast hätte ihr mich noch auf den Stuhl hüpfen sehen. So, ich hoffe, der Sound kommt an. Ihr könnt mich hören und ihr habt vor allem auch ein Bild von mir. Das ist ganz wichtig für so einen Livestream. Freut mich auf jeden Fall, dass schon einige da sind. Das ist doch wunderbar. Ja, das sieht ja soweit alles gut aus in meiner Kommandozentrale, soweit ich das überblicken kann. Freut mich, dass ihr alle da seid. So, schauen wir mal. Die ersten Kommentare kommen auch schon rein. Wunderbar. Freut mich. Das Ganze soll ja heute wieder interaktiv werden. Ich seit langem jetzt mal wieder einen Livestream alleine. Jetzt muss ich euch ja ein bisschen zutexten heute den ganzen Abend. Ihr dürft mir gerne aber auch Fragen stellen. Das macht das Ganze interaktiv, dann bin ich nicht ganz so alleine hier vor der Kamera. Und da kommen auch schon ein paar Sachen rein. Ihr habt auch schon fleißig per Instagram Nachrichten reingeschickt. Fragen zur Fujifilm X-T5, die ich hier auch vor mir habe. Da werde ich auch ein paar beantworten. Und wir können gemeinsam so mal ein bisschen über die Kamera drüber schauen. Ihr könnt eure Fragen loswerden. Dürft auch gerne eure Erfahrungen mit der X-T5 in die Kommentare reinschreiben. Würde mich auch interessieren, was ihr von der Kamera haltet. Ich weiß, dass ein paar von euch die Kamera schon haben auch. Und ja, lasst mich gerne wissen, was ihr mit der Kamera macht, was ihr mir da so erlebt habt, was ihr von den 40 Megapixeln haltet, dem neuen Autofokus und so weiter. Stellt aber wie gesagt auch gerne Fragen. Ich mache das wieder so wie beim letzten Mal, damit ich die Fragen etwas besser sehen kann. Mache ich hier diese lustige Fragezeichen einmal kurz in den Chat rein. Und wenn ihr Fragen stellt, verwendet, also kopiert euch gerne dieses Fragezeichen raus, nachdem kann ich dann nämlich hier filtern. Und dann sehe ich die Fragen auch viel schneller und kann die entsprechend mir hier anzeigen lassen. So, ich hoffe, ihr seid um 7:30 schon soweit, dass ihr Feierabend habt und mit mir anstoßen könnt. Ich habe hier wieder ein Bier vorbereitet, wieder wunderbar, diesmal passend zu Kuba-Bildern, die ich auch mitgebracht habe. In einem schönen urlaubsreifen Hemd auf jeden Fall. Ich sag mal Prost, wenn ihr was zum Anstoßen habt, jetzt ist die Gelegenheit. So, jetzt kann ich ankommen in diesem Livestream. So, ich schaue mal über die Kommentare drüber, wer so alles da ist. Wo ihr eigentlich auch alle herkommt, das interessiert mich ja auch immer brennend. Schreibt das gerne auch mal rein. Die üblichen Verdächtigen sind schon da, das finde ich sehr gut. Freue mich, euch alle immer mal wieder zu sehen. Ja, hallo an euch alle da draußen. So. Ja, was hier ein paar Mal schon reinkam, der Max hat es gerade eben in die Kommentare reingeschrieben, die Autofokus-Einstellung tatsächlich. Also wie ich meinen Autofokus einstelle, ihr habt sicherlich schon das Video gesehen, mein Reisekamera-Review zur Fujifilm X-T5, in dem ich durch diese Brille der Reisefotografie auf die X-T5 geschaut habe, das für mich schon auch eine große Rolle spielt einfach, die Kamera auf Reisen zu verwenden. Es da aber einfach ein paar andere Anforderungen gibt. Ich meine, für meine Studioarbeit ist meine GFX sicherlich die bessere Kamera, aber die kann ich nicht als Reisekamera auch wenn. Zu groß, zu schwer, vielleicht auch zu teuer in mancherlei Hinsicht. Da ist die X-T5 dann besser und das war für mich so wichtig. Und in dem Video
Ja, als ich in Kuba gedreht habe, da habe ich unter anderem auch meine Autofokus-Einstellungen erwähnt. Oder ich erwähnt, dass ich nur noch im AFC-Modus fotografiere. Und ich weiß, da kamen einige Fragen dazu rein. Da wird man gleich auf jeden Fall drüber sprechen. Ihr habt es bemerkt, Brille ist auch am Start, damit ich auch was sehe tatsächlich, was ich auf der Kamera einstelle. Die brauche ich mittlerweile. Für die normalen YouTube-Videos will ich es jetzt nicht unbedingt verwenden, da kann ich die Schrift hier einfach größer machen, aber wenn ich hinten auf der Kamera was erkennen will, komme ich mittlerweile nicht mehr drum rum, tatsächlich eine Brille aufzuziehen. Der graue Bart ist nicht mehr das einzige Zeichen zunehmenden Alters bei mir. So, jetzt sind glaube ich schon einige angekommen, knacken hier gleich die 100, das ist doch wunderbar. Ja, schön, ihr kennt euch untereinander, das finde ich auch ganz toll, dass so eine schöne Community mittlerweile entsteht aus all den Projekten. Aus den Livestreams, aus Abenteuerreportage, Fotografie, den Fotologen und so weiter. Cool. Also wie gesagt, schreibt eure Fragen rein. Ich habe jede Menge Bilder auch, jede Menge. Er hat auch jede Menge Bilder mitgebracht, die wir uns anschauen können. Ihr, die ihr beim Livestream dabei seid und ihr, die es nachträglich anschaut, ihr kriegt heute auch noch was ganz Besonderes. Ich werde heute ein exklusives JPEG-Rezept raushauen, das ich auf Kuba gemacht habe. Exklusiv deshalb, weil es auch nicht im neuen Buch drin ist, weil ich es jetzt erst auf Kuba quasi entwickelt habe, das Ganze. Und deswegen kriegt er das heute aber. Also Stiftespitzen, Klassenhefte raus, nee, was wie Mathehefte raus, JPEG-Rezept aufschreiben nachher. Da könnt ihr auf jeden Fall mitschreiben, das gebe ich euch einfach so mit. Dann könnt ihr, wenn ihr das nächste Mal auf Kuba seid oder sonst irgendwo unterwegs seid, könnt ihr mit dem JPEG-Rezept dann fotografieren. So, da kommen jetzt schon einige Sachen rein. Wunderbar, dann freue ich mich. Ich würde sagen, ich gehe jetzt immer so ein bisschen über eure Fragen drüber. Ich gehe jetzt nicht jede Einstellung an der Kamera durch nacheinander. Das wäre auch das langweiligste Bedienungsanleitungsvideo, das man sich irgendwie vorstellen könnte. Ich versuche es ein bisschen anhand von Features und Funktionen tatsächlich durchzugehen. Sprich, ich habe hier eure Fragen mir drüben aufgeschrieben oder nochmal eingeblendet, damit ich die nochmal angehen kann und anhand dessen hangle ich mich so ein bisschen durch und zeige euch verschiedene Einstellungen. Wenn ihr irgendwas seht hier und eine Frage konkret dazu habt, das Fragezeichen rauskopieren und hier in die Kommentare reinpacken und dann kann es auch losgehen. So, ich würde sagen, ich nehme einfach mal die erste Frage auf, die ich jetzt hier gerade so zufällig sehe. Offroller fragt, wie es mit der Lackqualität ist. Er hat schon schlimme Exemplare der XH2 gesehen nach wenigen Wochen. Also die Kamera hier, das ist die, die ich in Kuba mit dabei hatte. Wir können ja mal die Kamera von hier oben einschalten, da können wir das ja sehen. Die habe ich 3 Wochen durch Kuba geschleppt, durch den Dreck, durch alles Mögliche durchgezogen. Die ist auch nass geworden zwischendurch mal. Die begleitet mich jetzt, seitdem ich sie habe, auch auf Jobs. Und die hat im Prinzip keinerlei Macken, keinerlei Dellen. Da ist, nutzt sich nichts ab bisher. Ich meine, das sind die üblichen Staubfallen hier oben. Die kennen wir aber von der XT-Serie. Hier hinten genauso. Das war jetzt an den anderen XTs nicht anders. Von daher habe ich da keine Bedenken bisher. Die XH2s, also Mehrzahl, die ich bisher in der Hand hatte, genauso wie die XH2S, die hatte ich nur einmal. Die hatte ich auch zweimal. Egal, das waren alles Leihkameras. Und es gibt diesen schönen Spruch: Don't be gentle, it's a rental. Also nicht besonders gut damit umgehen, das ist ja eh nur ein Leihgerät. Entsprechend sehen Leihkameras oft auch aus, als wären sie viel rumgekommen. Aber auch bei denen habe ich überhaupt nichts gemerkt. Ich habe bisher keine, wie soll man sagen, Sollbruchstellen in Anführungszeichen irgendwo bemerkt, dass ich was abnutzen würde in irgendeiner Art und Weise. Die XT5 hat ja einen neuen Lack bekommen. Ich habe hier auch eine XT4. Muss ich gucken, ist es die hier? Ja, das ist die XT4. Können wir mal draufschauen hier. Kann ich mal so nebeneinander halten. Ich glaube, wenn ich die XT4 ein bisschen ins Licht drehe, man sieht es ein ganz klein wenig vielleicht. Die XT4 hat einen gröberen Lack als die XT5. Das ist ja in der Vorstellung damals auch gesagt worden, dass die XT5 eine neue Lackierung bekommen hat. Ich finde die im direkten Vergleich schöner, weil sie, glaube ich, glatter ist irgendwie. Ich habe mich ein bisschen satt gesehen an diesem leicht gesprenkelten Look, den die XT4 hat. Ich finde den an der XT5 eigentlich schöner. Ich hatte mir auch überlegt, ob ich die silberne nehmen soll, aber ich bin mittlerweile bei den schwarzen Kameras, glaube ich, wieder angekommen. Meine XT3 war ja in Silber. Bei der XT bleibe ich jetzt, glaube ich, vorerst mal in Schwarz. Also ich hätte noch nichts feststellen können, was den Lack angeht, dass da irgendwas potenziell
eine Sollbruchstelle oder sonstiges wäre. Da kann ich nichts feststellen. So, ich gehe mal hier drüber. Jetzt kommen auch, oh Gott, ich habe die ganzen Kommentare verpasst, die ihr gerade geschrieben habt. Ich sage mal ganz groß Hallo in die Runde für alle, die jetzt ein bisschen später dazu gekommen sind. Da sich noch niemand über den Sound beschwert hat, gehe ich davon aus, dass wir Ton haben. Ich schaue mal hier drüber. Was geht's hier noch so? Was schreibt ihr alles? Jada, jada, jada. Genau, hier. Autofokus, genau. Rauschen immer wieder ein Thema bei euch. Dieses, wie verhält sich mit ISO-Rauschen? Ich habe dazu auch ein paar Beispielbilder mitgebracht. Die gleichen, die ich auch in meinem letzten Video drin dazu gegebenermaßen. Ich habe jetzt auf die Schnelle keine anderen gefunden. Das können wir uns auch gerne nochmal eben anschauen. Ich greife mal eine Frage auf, die über Instagram reinkam, damit es hier auch ein bisschen mal vorkommt. Da gab es auch eine Frage zur Verarbeitung. Das kann ich mit dem Gehäuse vielleicht gleich aufgreifen. Inwieweit die Verarbeitung der Kamera anders ist wie eine X-T4. Da muss ich auch wieder sagen, die Verarbeitung ist top an der X-T5. Ich hatte nichts anderes erwartet und auch nichts anderes bekommen. Die Klappen schließen alle sauber. Das Display klappt gut aus. Es hält alles. Ich finde, die neuen Klappen hier, die sind jetzt wieder anders als an der X-T4. Hier sind es wieder feste Kunststoffkläppchen. An der X-T4 sind diese flexiblen Gummidinger. Ich finde die hier tatsächlich besser. Ich kann mir aber vorstellen, wenn ich hier natürlich Kabel drin habe und ich dann an der Klappe hängen bleibe, dass die dann einfach davon fliegt. Aber das ist bedingt in der Art und Weise, wie sie gebaut ist, die Kamera. Ich habe aber auch mittlerweile, kann es ja mal eben zeigen, ich habe hier ganz viel auf meinem Tisch rumstehen, den Cage für meine X-T5 bekommen, mein Small Rig Cage. Ich werde mir sehr wahrscheinlich eine zweite X-T5 noch holen, die dann fest zur Videokamera umfunktioniert wird. Da würde ich mir dann wiederum wünschen, dass ich die Klappen tatsächlich ganz wegmachen könnte. Da werde ich sie nicht im Regen einsetzen mit Video meistens. Da wäre es schön, wenn die Klappen alle weggehen würden. Aber das ist auch das Einzige, was ich daran auszusetzen habe. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Klappen weniger im Weg sind, als die an der X-T4 waren. Und schon ist der Tisch viel zu voll. Ich kann euch ja mal eben meine X-T4 zeigen, wie die als Videokamera aussieht. Das ist dann das schöne Stück hier. So sieht das Ganze aus, also aus, wenn ich eine Videokamera verwende. Hier oben ist nochmal noch ein Monitor extra drauf, damit ich auch tatsächlich was sehen kann. Und hier finde ich dann diese Kläppchen, wie zeige ich das am besten, zeige ich wieder hier auf der Kamera. Dann sind diese Gummikläppchen hier, weil die immer so rumlabbeln, finde ich die tatsächlich nicht so gut. Also selbst hier, wo das Mikro dran ist, das Kläppchen labbelt halt immer irgendwie im Mikro rum, finde ich tatsächlich an der X-T5 besser. Hier, glaube ich, ist es bei der X-T4 gut gemeint gewesen, aber dann irgendwie doch auch die falsche Lösung. Was ja auch dazu beiträgt, was ich gesagt habe, dass ich mittlerweile finde, für den Einsatz hier, also wenn ich die Kamera in der Hand habe und irgendwas filmen damit, glaube ich tatsächlich, dass die X-T5 die bessere Kamera ist als die X-T4. Nur, also der Sonderfall ist, wenn ich mich selbst filmen will, dann brauche ich natürlich dieses Display zum Umklappen, damit ich mich selber sehen kann. Hier könnte ich theoretisch einen Monitor drauf machen, oben, aber das ist zugegebenermaßen auch, wobei mit dem Griff wird es eigentlich ganz gut gehen, stelle ich gerade fest, das wildeste Vlogger-Setup, das man sich vorstellen kann, das sieht ein bisschen übertrieben aus. In dem Cage drin, um andere Dinge zu filmen, glaube ich aber tatsächlich, ist die X-T5 mir auch lieber am Ende. Auch wegen dem Klappdisplay, das ich hier hinten dran habe, weil ich das so ausklappen kann. Auch hier, ich weiß, das ist ja eigentlich für die Hybridkameras mal gedacht gewesen, dieses ausklappbare Display zu haben. Aber, das, also, hier, sieht man das jetzt hier? Das schlägt hier an meinem zweiten Griff an. Ich kann es nie hundertprozentig ein- und ausklappen. Dann ist es hier oben, oh, sieht man das? Oh, das ist jetzt tricky. Ihr seht hier oben, es ist dem Mikrofon im Weg. Ich kann es also auch nicht hier drunter klappen. Ich kann es nur drüber klappen. Und dann kann ich tatsächlich nicht von oben drauf schauen auf das Display. Ich bin deswegen wirklich wieder weg von dem Display, was jetzt an der X-T4 dran ist. Habe mir deswegen auch den Small Rig Cage gekauft, damit ich es mal testen kann mit der X-T5. Ob ich das in den Cage alles reinbekomme, mit Mikrofon und mit ganzem Quatsch dran. Und dann wird es vielleicht sogar meine neue Hauptvideokamera werden. Wobei ich zugegebenermaßen noch überlege, ob es nicht eine X-H2 vielleicht wird. Aber den Cage habe ich mir einfach mal geholt. Das ist auf jeden Fall nie ein Fehler, den zu haben. So,
Da war aber ein zweiter Teil an der Frage dran, den ich jetzt schon vergessen habe. Moment, ich muss zurückspringen. Readout Speeds. Genau. Auslesegeschwindigkeit der Kamera oder des Sensors, um die Bilder auf die Kamera zu kriegen, ist damit, glaube ich, gemeint. Ich habe gelesen, dass manche Probleme mit dem Buffer haben, also ein Serienbild. Ich habe auf Kuba, wir haben Balletttänzer fotografiert unter anderem. Oh, hallo, Fokus. Wir haben unter anderem Balletttänzer fotografiert und da habe ich wirklich mit High-Speed-Bursts auch gearbeitet und wirklich draufgehalten. Und ich hatte nicht einmal das Problem, dass der Buffer voll gewesen wäre. Also immer wieder mal ratatatat, ein paar Bilder, ratatatat, ein paar Bilder. Dann warten wir wieder, bis sich irgendwas bewegt, ratatatat, wieder ein paar Bilder hinterher. Ich habe nicht einmal warten müssen, damit die Kamera irgendwie mit Speichern beschäftigt wäre. Man muss aber auch dazu sagen, das hängt natürlich massiv davon ab, welche Speicherkarten ihr verwendet. Ich habe hier diese ProGrade-Karten zum Beispiel. Die sind natürlich super schnell und mit denen habe ich noch nie Probleme gehabt, dass da irgendwie der Buffer voll gewesen wäre. Klar, ich bin kein Sportfotograf oder Rennsport oder Wildlife, wo man noch viel mehr drauf hält vielleicht als bei Balletttänzern. Aber für mich war der Buffer-Speed bisher völlig ausreichend. Also da habe ich auch nichts feststellen können. So, schau ich mal hier in die Live-Kommentare rein, was ihr so schreibt. Da gibt es schon ein paar Fragen. Genau, hier ist noch eine gute Frage, weil die nicht überhaupt nichts mit der X-T5 zu tun hat. Aber die will ich einfach kurz aufgreifen. Der Nils fragt, ob mein neues JPEG-Rezeptebuch eine Neuauflage oder eine Weiterführung ist. Und du bist auch gespannt auf unser Reportagebuch. Genau, das habe ich jetzt zusammen mit dem Kai Beermann geschrieben. Zu dem gibt es auch einen Link unten in den Shownotes. Zu beiden Büchern gibt es übrigens auch Links unten in den Shownotes. Ich blende das mal eben hier ein. Das ist das Reportagebuch, das ich mit Kai Beermann zusammengeschrieben habe. Mit Bildern Geschichten erzählen. Da könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal auch ein Reel gerade bestaunen, das ich heute gedreht habe. Wo ich ein paar Bilder zeige und ganz kurz auf das Buch eingehe. Und es gibt auch noch das Fuji JPEG-Rezeptebuch. Das alte waren 22 JPEG-Rezepte, jetzt sind es schon 33 JPEG-Rezepte für Fujifilm X-Kameras. Das JPEG-Rezeptebuch ist eine überarbeitete Neuauflage. Ich kenne, also nagel mich nicht fest auf den Fachbegriff. Ich habe das alte Buch genommen und alles korrigiert, was nicht mehr gestimmt hat. Das alte habe ich 2019 geschrieben, das ist also dann 4 Jahre her. Da hat sich natürlich viel getan bei Fujifilm an den Kameras, an den Einstellungen, manche Sachen heißen anders. Es sind viele neue Features ja auch hinzugekommen an den Kameras, an den JPEG-Rezepten, was man einstellen kann. Das ist alles angepasst auf die 5. Generation der Fujifilm-Kameras. Deswegen hat es auch ein bisschen gedauert, weil ich wollte wirklich abwarten, bis wir einen Generationswechsel haben, weil sonst hätte ich am Ende der 4. Generation das Buch geschrieben und hätte es dann direkt wieder aktualisieren können. Deswegen haben wir abgewartet, bis die XH2S und die XH2 da waren und dann habe ich wirklich das Ding aktualisiert. Aber es sind auch neue Rezepte drin. Und ganz wichtig, ich blende es mal eben nochmal ein. Es sind nicht nur meine Rezepte drin, sondern wie ihr hier sehen könnt, ist nur ein Bild auf dem Cover von mir. Die 3 anderen Bilder sind von meinen Co-Autoren, die mir hier mitgeholfen oder mitgearbeitet haben an dem Buch. Ich wollte mit dem JPEG-Rezeptebuch, mit dem ersten ja schon, anregen quasi, sich mit dem JPEG-Thema auseinanderzusetzen. Mit dem Rezepte-Thema, mit den Custom-Settings in den Kameras auseinandersetzen, weil ich es als Riesenchance sehe an den Fujifilm-Kameras, direkt in der Kamera fertige Bilder zu bekommen. Seht ihr nachher gleich auch. Wir gucken uns ja noch ein paar Bilder an. Und was ich immer eigentlich fördern wollte, war eine Community drumherum aufzubauen. Damals, also mein E-Book, das erste war 2018, das ist ja schon ein paar Tage her auch, war die Community noch nicht ganz so groß. Mittlerweile hat sich das aber auch etabliert in dieser Community. Und ich habe deswegen 3 eingeladen. Den Erik Klicksbier, den Jochen Müller und den Captain Look. Ich glaube, den Captain Look habe ich auch schon in den Kommentaren hier vorbeifliegen sehen. Selbst JPEG-Rezepte beizusteuern. Und wir haben das so gemacht, dass wir uns die Rezepte geschickt haben mit Beispielbildern und dann selbst mit den Rezepten der anderen auch fotografiert haben. Sprich, ich habe mit deren Rezepten fotografiert, die haben mit meinen Rezepten ein bisschen fotografiert, damit man einfach mal sehen kann, wie geht auch jemand anderes oder wie sehen die Bilder aus, wenn jemand anderes ein JPEG-Rezept verwendet. Weil es natürlich stark davon abhängt, was fotografiere ich, wie fotografiere ich, wann fotografiere ich und wo fotografiere ich. Ein JPEG-Rezept bügelt ja nicht alles nieder und macht nur noch einen Look draus. Es hängt ja sehr, sehr viel auch von dem oder derjenigen ab,
die hinter der Kamera ist und das Bild tatsächlich macht. Das JPEG-Rezept hilft uns ja nur dabei, diese Bilder zu machen. Genau, also schaut da gerne rein. Links gibt es unten in den Shownotes zu beiden Büchern. Würde mich freuen, wenn ihr da zugreift in eurem lokalen Buchhandel oder bei den Verlagen selbst. Da sind die Links drin. Oder auch beim großen Amazon natürlich. Der hat sicherlich ein paar auf Lager auch. Ich würde auf jeden Fall vorbestellen. Das letzte JPEG-Rezeptebuch musste ein paar Mal nachgedruckt werden. Das weiß ich. Und ich denke mal, das neue wird nicht schlechter laufen. Deswegen würde ich mich an eurer Stelle ranhalten. So, ich schaue mal wieder in die Kommentare rein. Grüße aus Jerusalem. Guten Tag, Grüße zurück nach Jerusalem. Also wir sind aus Europa schon raus tatsächlich. Sehr schön, freut mich. Hi, schön, dass du da bist. Hier habe ich gerade noch eine Frage, die aus Jerusalem auch kommt. Genau, was ich gerade eben angesprochen hatte, zweite X-T5 für Video. Warum zwei X-T5 und keine XH2? Oder XH2S dazu. Ich mache es tatsächlich an ganz spezifischen Features fest, was ich brauchen würde. Ich mag die XT5 für das, was sie ist. Das ist eine XT-Kamera. Ich mag das Bedienkonzept sehr. Ich mag das Display sehr. Ich habe gerade eben schon ein bisschen zu dem Display erzählt. Die zwei Punkte, die mich zur XH2 oder zur XH2S bringen würden, wären XH2, die 8K-Video-Funktionalität. Die habe ich ja schon verwendet. Und es ist natürlich ein Traum, wenn ich quasi so ein Bild unterteilen kann und 4x4K habe und jede Menge Beschnitte in einem Video machen kann. Sprich, ich kann zwei Personen filmen, die nebeneinander sitzen und kann jeweils eine rausschneiden, ohne dass ich eine zweite Kamera bräuchte. Träumchen, wirklich, spricht sehr für die XH2. Für die XH2S spricht die schnellere Videofunktion, dass ich in höherer Geschwindigkeit die Highspeed-Aufnahmen machen kann. Also, dass ich Slow-Mo-Aufnahmen machen kann mit höherer Auflösung. Das sind die beiden Punkte, wo ich aber sagen muss, es kann halt jeweils eine Kamera eins der beiden Sachen, die ich gerne hätte. Die X-T5 kann 6,2K, aber nur die 240 Frames pro Sekunde mit Full HD. Sprich, ich kann die beiden Punkte nicht abdecken im Moment. Und da ist es wirklich so, dass ich dann sagen würde, okay, wenn ich die Features brauche, wenn ich merke, ich brauche die für Jobs, für YouTube braucht das eigentlich kein Mensch, wenn ich sie für einen Job bräuchte, dann würde ich sagen, okay, dann hole ich mir die Kameras. Vermutlich aber als Leih-Equipment tatsächlich. Ich genieße es im Moment, Kameras auch wieder loszuwerden. Also allein hier liegen jetzt gerade 4 Stück auf dem Tisch. Das müssen weniger werden. 2 X-T4s, da drüben liegt noch eine X-T2 und hier die X-T5. Ich habe noch einen ganzen Schrank voll Kameras und ich will weniger haben. Und deswegen eine zweite X-T5 ist aus Redundanzgründen, glaube ich, wichtig, weil ich es auch mag, weil der Wechsel zwischen einer X-T4 und einer X-T5 ständig hin und her doch anstrengender ist, als ich dachte beim Fotografieren. Ich da einfach eine zweite haben wollen würde und den Rest kann ich dann aber vielleicht über Rent-Equipment tatsächlich abdecken. So, dann, hier gab es eine Frage zum Buch gerade, und zwar, ob es das Reportagebuch als Kindle-Buch gibt. Es gibt es als E-Book, ich bin mir nicht sicher, ob es auch, also als PDF auf jeden Fall, das kann man in die meisten Kindles reinladen, das hat dann nicht die ganzen fancy Features mit Schriftgrößen ändern und so, was auch meistens auch bei den Sachbüchern nicht funktioniert, wenn wir ehrlich sind. Wenn viele Bilder drin sind, dann zerlegt es das Layout meistens komplett. Ich wüsste nicht, dass es eine Kindle angepasste Version gibt. Es gibt es aber definitiv als E-Book. Beim D-Punkt Verlag kriegt er das auch in einem Bundle, die beiden. Also ein gedrucktes und, also hier ist auch das gedruckte Buch vom Reportagebuch. Jetzt fallen hier gleich die Kameras runter, hat sich auch erledigt mit vielen Kameras. Das Reportagebuch hier habe ich hier auch schon vorliegen. Mein JPEG-Rezeptebuch ist vermutlich in der Post und ich hatte eigentlich gehofft, dass es heute noch ankommt. Sollte aber in den nächsten Tagen auch da mein Vorab-Exemplar zu mir kommen. So, jetzt gehe ich hier mal drüber. Andi, ganz wichtig, Like nicht vergessen. Danke, Andi. Wenn du mir ein Like da lasst, freut mich das natürlich immens. Hilft mir auch weiter. Genauso, wenn ihr ein Abo da lasst, ist auch immer schön. So, dann schauen wir hier über die Fragen drüber. Guck mal, spannende Frage von Henry. Ob der IBIS, die In-Body Image Stabilization, die Kamera will halt nicht so fokussieren, ich glaube, die ist mit Brille und Mütze und Bart ein bisschen verwirrt. Ob der IBIS an der X-T5 besser ist als der an der X-T4, speziell was das Thema Randwobbel und Festkleben bei Kamerabewegung angeht. Das hatte ich
bei meinen ersten Tests damals mit der X-T4 auch festgestellt, dass bei Pans, also wenn ich die Kamera drehe quasi, der IBIS manchmal hart nachkorrigiert und nicht smooth mitgeht. Da gab es Firmware-Updates dafür, Fuji hat dann nachgearbeitet per Software, um das zu korrigieren. Das hat es besser gemacht, wirklich super war es aber nie. Ich habe mit der XH2 und der X-T5 bisher gefilmt. Mit der XH2S habe ich bestimmt mal auf Video gedrückt, aber jetzt nichts Sinnhaftes gefilmt. Mit der X-T5 habe ich ja ein paar Sachen auch in Kuba gefilmt und dabei ist mir tatsächlich aufgefallen, dass die weicher in den Pans ist. Also wenn ich da die Kamera drehe oder bewege, hat die nicht dieses Problem, dass diese IBIS dann so nachrattert. Hängt natürlich aber viel von der eigenen Handbewegung auch ab, wie sanft ihr die Kamera bewegt, in welcher Brennweite ihr auch unterwegs seid. Ich habe meistens mit dem XF23 gefilmt. Das ging eigentlich ganz wunderbar. Ich will jetzt aber nicht mit Sicherheit sagen, dass der de facto besser ist. Ich hatte das Gefühl, dass er besser war. Es ist mir zumindest aufgefallen, dass ich dieses Wobble nicht gemerkt habe, dass er so komisch nachwackelt. So, Wilfried ist die Speerspitze, der hat das Reportagebuch nicht schon bekommen. Freut mich. Viel Spaß mit dem Buch. Dann schaue ich hier mal rein. Das ist eine spannende Frage, ob ich lieber den Sensor der XH2S, diesen Stacked-Sensor, in der X-T5 gerne hätte. Super gute Frage. Ich, als ich die XH2S hatte, wusste ich schon, dass eine XH2 kommen wird und wie die Features der XH2 aussehen. Das war ja auch genug in der Gerüchteküche, aber ich hatte auch schon ein paar weitere Informationen dazu. Ich für mich dachte mir auch, ja, eigentlich reichen mir 26 Megapixel voll aus. Dafür, der Autofokus ist ja der Hammer. Ich will diesen Autofokus haben, ich will lieber keine 40 Megapixel haben. Dann habe ich in New York die XH2 testen können und musste feststellen, der Autofokus ist nicht so verheerend viel schlechter. Der ist nicht schlecht per se. Der ist wesentlich besser als meine X-T4 und das ist, was ich wollte. Relativ gesehen, von der X-T4 kommend, ist der Autofokus der XH2 und der X-T5 wesentlich besser. Der XH2S ist nochmal besser. Da sage ich aber auch wieder ganz klar, ich fotografiere keinen Sport, ich fotografiere kein Wildlife, wo der XH2S sicherlich besser wäre, der Autofokus. Rein was die Megapixel angeht, bin ich ganz ehrlich, 40 Megapixel sind schon eine feine Sache. Shoutout an Paddy aus Hamburg. Haben ist halt besser als brauchen. Das gilt auch für Megapixel. Es ist einfach eine feine Sache, wenn du harte Beschnitte an den Bildern machen kannst. Wenn du so weit reinkroppen kannst, dass du aus einem 23 mm quasi einen 35 mm machen kannst, weil du nicht nah genug dran warst. Das finde ich, den Anwendungsfall habe ich wesentlich öfter, als dass ich sage, da ist der Autofokus jetzt nicht schnell genug einem Vogel, einem Ball, einem Auto hinterhergekommen. Den Fall habe ich nicht oft. 40 Megapixel und harte Beschnitte brauchen, den Fall habe ich sehr viel öfter. Deswegen wären XH2 oder eben die X-T5 für mich die bessere Kamera. Und genauso ist auch meine Entscheidung zustande gekommen. Was ja nicht heißen muss, dass es so bleibt. Also in einer idealisierten Welt wird ja dieser Stacked-Sensor weiterentwickelt und wer weiß, mit welchen Megapixelzahlen wir den dann mal bekommen. Wenn es den mit 40 Megapixeln gibt, nehme ich den natürlich auch, keine Frage. Dann nehme ich das Beste aus beiden Welten rein. So, dann schaue ich mal eben nochmal hier über die Fragen rüber. Ah, das ist auch eine gute Frage, die hat mir nämlich auch Kai gestellt. Ralf fragt, welche Linsen hattest du dabei und gab es Probleme mit Sensordreck? Ich hatte das neue XF23 1.4 RWR dabei, ich hatte das neue XF33 1.4 RWR dabei, die LM-Variante, also mit dem Linearmotor drin. Ich hatte das XF56 RWR, also auch das neue dabei, weil ich irgendwie die Idee hatte, ich mache vielleicht ein paar Porträts, wo ich das 56er brauche. Tatsächlich habe ich es nur bei dem Ballett gebraucht, um einfach ein bisschen mehr Brennweite reinzukriegen. Ansonsten habe ich es nie verwendet tatsächlich. Ich hatte noch das Zoom dabei, das 18-55, was hier die meiste Zeit aber konstant auf meiner X-T4 drauf war zum Filmen. Und das war es dann auch tatsächlich schon. War für mich völlig ausreichend an Objektiven. Ich glaube, ich will behaupten, dass ich 80% mit dem XF23 gemacht habe an Bildern. Das war mir eigentlich auch von vornherein klar, deswegen habe ich nicht viele andere Brennweiten mitgenommen. Das XF33 hatte ich nur mitgenommen, weil ich wusste, ich werde ein paar Porträts machen, will aber nicht immer das 56er haben, weil es dann doch sehr eng wird auch mit 56 mm und das 33er
da ein bisschen flexibel ist. Auch für Street ist es manchmal interessant, wenn man nicht ganz so nah ran kann und eben nicht croppen möchte, kann ich mit dem XF33 doch ein bisschen näher rankommen tatsächlich. So oft habe ich es aber tatsächlich gar nicht verwendet. Kai hatte mich dann aber auch gefragt, als ich ihm mal das XF33 in die Hand gedrückt habe, weil er hatte seinen XF35 F2 dabei und ich habe gesagt, komm, vergleich's mal, also auch von Autofokusgeschwindigkeit und so, würde mich interessieren, was er dazu meint. Und er hatte sich dann irgendwie eine Ecke gesucht und überlegt, ob wir hier ein Objektiv tauschen können, ob es staubfrei genug wäre. Ich denke da überhaupt nie drüber nach. Ich will jetzt nicht sagen, dass ein Sensor Verbrauchsmaterial ist, aber ich wechsle das Objektiv, wenn ich ein anderes Objektiv brauche. Vielleicht nicht gerade in einem Sandsturm, aber ansonsten, wenn ich für eine Situation denke, jetzt brauche ich einen 33er, dann geht das 23er runter und das 33er geht drauf. Da denke ich nicht drüber nach, ob hier Staub rumfliegt oder sonst was. Sensor kann man reinigen. Im Zweifel schicke ich die Kamera zum Fuji-Service ein und die reinigen mir dann den Sensor. Habe ich noch nie anders gemacht und ich hatte noch nie ein Problem mit Dreck auf dem Sensor. Ich hatte auch schon Dreck auf dem Sensor, ja klar, aber nichts, was man nicht hätte lösen können mit einer Reinigung. Sei es selbst mit diesen Wipes drüber zu gehen, sie kurz zum Händler zu bringen, die das ja meistens machen, oder sie tatsächlich zu Fujifilm zu geben. Auch wenn Roadshows sind, wenn Messen sind, kann man die Kamera in der Regel immer reinigen lassen. Ich habe es zuletzt auf Fotopia zum Beispiel auch wieder machen lassen, mit der X Pro 3 hatte ich da, glaube ich, dabei. Hatte ich meine X Pro 3 dabei? Ich glaube ja, die hatte ich, glaube ich, dabei und habe sie dann reinigen lassen zum Beispiel. Bin ich ehrlich, denke ich fast nie drüber nach und ich wechsle einfach Objektive. So, ich schaue mal nochmal rein, ob es noch Fragen gibt. Ansonsten pick ich nochmal was aus Instagram. Ah, Ralf schreibt gleich nochmal eine gute Frage. Fehlt mir nicht die X Pro 3? Nö, ich habe ja eine. Ich muss aber zugeben, dass die X Pro 3 ein bisschen bei mir, ich will nicht sagen in Ungnade gefallen ist. Es ist aber bei weitem nicht mehr das Arbeitstier, das es schon war. Ich habe mich... Dadurch, dass ich alle meine Jobs im Großen und Ganzen mit der X-T4 fotografiere, habe ich mich wieder sehr an die X-T-Serie gewöhnt. An die Controls, wie sie aufgebaut sind und so weiter. Und zum Fotografieren ist der Unterschied zu sagen, eine X-T4 und eine X-Pro 3, die sind zu unterschiedlich, die Kamera, um die gleichzeitig zu verwenden. Das war immer ein bisschen Umstellung im Kopf und bei Umdenken im Kopf verliert man auch mal Bilder. Und deswegen habe ich dann auf zwei X-T4s gewechselt. Ich habe die X-Pro 3 dann ganz, ganz lange als meine private Kamera verwendet, also um meinen eigenen Alltag zu fotografieren oder um Reportagen zu fotografieren, auf die ich irgendwie Lust hatte, wo ich nur eine Kamera mitgenommen habe oder auch Street zu machen. Tatsächlich finde ich die X-Pro 3 eine unglaublich inspirierende Kamera, mit der ich sehr gern arbeite, aber langsam aber sicher, je mehr ich mit den neueren Kameras arbeite, desto mehr merke ich eben die... Ich will nicht sagen Nachteile, aber das Alter der X-Pro 3 einfach. Der Autofokus ist nicht so schnell, wie ich ihn gern hätte. Der optische oder elektronische Sucher ist nicht so super, wie ich ihn gern hätte. Man merkt einfach, ja, der Generationswechsel hat stattgefunden. Deswegen ist die X-Pro 3 ein bisschen in den Hintergrund gerückt bei mir tatsächlich. Die X-T5 macht im Moment alles. Ich fotografiere alles, privat, geschäftlich, alles mit der X-T5. Auf Reisen, wie man sehen konnte in Kuba, auch da. So, hier, Tom hat sich eine X-T5 gekauft. Herzlichen Glückwunsch dazu, viel Spaß da damit. und hier gab es nochmal eine Frage. Ja, hier, Andi hat es auch nochmal geschrieben, er reinigt seine Kamera auch seit Jahren selbst. Gehört einfach dazu, wie Objektivwechsel. Das wollte ich gerade sagen, so wie man sein Auto putzt, was ich nie mache. Aber ja, gehört irgendwie dazu. Es ist... bedingende Sache, Wechselobjektive, du wirst Staub reinbekommen, dann musst du einfach hin und wieder das Ding auch reinigen. Hier gibt es noch eine Frage. Und zwar, Max fliegt nach Kopenhagen und dann nach New York. Beneide dich ein bisschen. Mit der XS10, dem XF23 F2 und dem 1680 F4. Ob ich irgendwelche Tipps hätte für New York, speziell für New York. Nicht, dass es 1680 F4 kein gutes Objektiv wäre, aber ich würde es nicht mitnehmen. Ich würde mich auf das XF23 und die XS10 voll und ganz einschießen und wirklich alles mit der einen Kamera machen, mit dem einen Objektiv machen und wirklich versuchen, in die Brennweite und in die Kamera so reinzukommen. Das ist eine Riesenchance, wenn du die Möglichkeit hast, eine längere Zeit an einem Ort auch zu fotografieren, mit einer Kamera und einem Objektiv, alles damit zu machen. Du lernst es unglaublich gut kennen, die Kamera und die Brennweite
Man kann es dann in New York sehr schnell einschätzen, wo muss ich stehen, um dieses Motiv zu fotografieren. Wenn du das 1680 dabei hast, es verleitet einfach zum Zoom, manchmal praktisch, keine Frage. Vielleicht von einem Skyscraper runter fotografieren sind 80 mm dann schon mal cool. Aber für Street würde ich nur auf das 23er setzen, ist in New York eine hervorragende Brennweite tatsächlich. Für New York als Tipp, laufen. Wir haben es in Kuba wieder so gemacht, wir sind in Kuba im Schnitt 15 Kilometer am Tag gelaufen. In New York weiß ich es gar nicht mehr, wie viel wir da gelaufen sind, als ich das letzte Mal drüben war für den Fujifilm X Summit. Ich weiß aber, dass ich immer noch mal ein bisschen mehr gelaufen bin wie alle anderen, weil ich genau weiß, dass zu Fuß finden halt die spannenden Geschichten in New York statt. Und ja, Manhattan ist riesig, New York insgesamt ist noch viel größer, aber es lohnt sich, das wirklich abzulaufen. Also gute Schuhe mitnehmen tatsächlich. Ich habe in Kuba ein paar Schuhe im Prinzip durchgelatscht in 3 Wochen. In 3 Wochen New York würde mir das aber genauso gehen. Deswegen gute Schuhe mitnehmen, viel laufen. Dann wirst du die meisten Geschichten finden und mit den Leuten sprechen. Englisch, ich nehme an, du sprichst Englisch, da ist die Barriere sehr, sehr niedrig, mit denen zu quatschen. Die New Yorker haben eine eigene Freundlichkeit. Die wirkt nicht immer so freundlich, aber eigentlich sind sie begeisterungsfähig. Und wenn du dich für sie begeisterst, dann erzählen die oftmals auch total gern, was sie da eigentlich treiben. Und wenn du irgendjemanden siehst, der irgendwas macht, frag die Leute, ob du sie fotografieren darfst. Entweder sie sagen nein, dann darfst du nicht fotografieren, oder sie sagen ja und du hast eine Eintrittskarte in ein kleines Abenteuer und kannst coole kleine Geschichten fotografieren. So, was gibt's hier sonst noch? Schön, ihr teilt hier eure Erfahrungen, das finde ich super. Ich gehe mal in die Instagram-Fragen rein, die da schon reinkamen und pick mir da mal noch eine raus. Ich nehme es vielleicht mal als Anlass, tatsächlich mal in die Kamera reinzuschauen und die Menüs so ein bisschen durchzugucken. Die Autofokus-Fragen. Ich fasse die so ein bisschen zusammen, was da alles reinkam zum Autofokus. Ich schließe hier mal eben ein HDMI-Kabel an die Kamera an, damit ihr nämlich, wenn alles klappt, ihr jetzt das Menü der Kamera sehen könnt gleich. Ja, so sollte es aussehen. Jetzt sehe ich aber hier nichts mehr. Das ist natürlich fatal. Okay, so sehe ich oder was? Dann können wir mal gemeinsam ein bisschen ins Menü reinschauen. Es gab nämlich die Frage zum Autofokus, ganz speziell zum Continuous Autofokus. Ich habe mit der XH2S, die war dieser Game Changer, der bei mir dieses Umdenken gebracht hat, auf diesen Autofokus, auf die Objekterkennung, auf die KI-gestützte Objekterkennung oder Menschenerkennung zu gehen. Da habe ich mich richtig drauf eingelassen und es so lieben gelernt, dass ich es mit meiner X-T4 krampfhaft versucht habe nachzustellen, mit den gleichen Einstellungen, aber der Autofokus der X-T4 und auch die Objekterkennung der X-T4 ist einfach nicht so gut wie die der XH2S. Wäre auch komisch, wenn es so wäre. Da habe ich es mit der XH2 wieder gemerkt, wie gut das eigentlich sein kann. Und jetzt mit der X-T5 bin ich endlich da angekommen, dass ich fast ausschließlich im AFC-Modus arbeite. Heißt, wo schalte ich jetzt wieder um? Hier. Ihr kennt es ja sicherlich, hier vorne kann ich auf den Continuous Focus umschalten und dann die Objekte tracken, die ich vor mir habe. Ich kombiniere das mit der Gesichts- und Objekterkennung. Also wenn ich mal den Fall habe, dass ich Hunde fotografiere, meine Lila zum Beispiel, dann verwende ich die Objekterkennung für Tiere oder also ansonsten verwende ich immer die Menschenerkennung. Gesichtserkennung kann man gar nicht mehr sagen, weil die Kamera erkennt mittlerweile Menschen, dann auch Köpfe, Gesichter, Augen. Also so geht es immer in der Hierarchie weiter, je mehr sie eben sehen kann. Und ich will euch mal eben die Einstellung zeigen, die ich für den AFC-Modus getroffen habe. Zum einen, ganz wichtig, ich zeige euch das mal hier so am Tisch. Man kann ja die Autofokusfelder umschalten, also wie ich fokussieren will. Hier vorne seht ihr meinen wunderbaren HDMI-Kabelgewirrwarr. Das nehmen wir so als Fokusobjekt. Ihr habt zum einen den Einzelfokus. Das heißt, wenn ich im AFS-Modus bin, kann ich damit ein Objekt anvisieren. Jetzt kann ich mich bewegen, die Kamera macht nichts draus. Ich müsste aber vorher zum Beispiel den Punkt ändern, also woanders hinzeigen lassen und dann darauf fokussieren. Wunderbar, so habe ich bisher ganz viel gearbeitet, funktioniert. Es gibt noch andere Fokus-Modi. Ich kann auf den Zonenfokus gehen. Da habe ich eine Zone aus mehreren Feldern. Ich kann auch hier die Größe ändern.
hat auch seinen Reiz für manche Situationen, aber man kann eben nicht immer ganz hundertprozentig genau sagen, auf was er dann scharf stellt. Also er will es hier krampfhaft auf das orangene Band scharf stellen und nicht auf die blauen Stecker hier nebenan. Nicht ideal, ich bin meistens beim Einzelpunktfokus. Es gibt dann noch Wide und Tracking. Im AFS-Modus, also im einmal fokussieren und so bleibt es dann, kann ich jetzt aber nicht sagen, was er tatsächlich anvisiert. Ihr seht, er versucht, oder die Kamera versucht nach bestem Gewissen, das rauszufinden, was ich vielleicht anvisieren will, aber ich kann es ja nicht vorher mitgeben. Das Tolle im AFC-Modus ist, dort kann ich auch alle Fokusfelder verwenden. Ich kann auch der Kamera durch das Verschieben des Fokuspunktes sagen, wo will ich eigentlich hin? Ich will nämlich hier auf diese blauen Stecker. Wenn ich sie jetzt fokussiere, seht ihr, dann tanzt das Feld da drüber. Und jetzt kann ich die Kamera bewegen und es bleibt an diesen blauen Steckern kleben. Und es bleibt kleben. Also auch wenn es jetzt hier vielleicht durch den Stream so ein bisschen verruckelt alles, aber es bleibt wirklich an dem Objekt, das ich anvisiert habe. Klar, wie es natürlich ganz verlieren, also wenn ich jetzt die Kamera rausziehe und dann wieder rein, dann seht ihr, verliert sie nicht mal. Ja, jetzt hat er sie verloren. Jetzt sucht sie, aber dann kann ich einfach nochmal neu anvisieren. Ist für mich ein riesen Gamechanger, weil ich jetzt praktisch die beiden Vorteile, ich kann wählen, was will ich tatsächlich haben und selbst wenn sich mein Motiv in meinem Bild bewegt oder ich mich um mein Motiv bewege, zieht der Fokus einfach nach und bleibt da dran. Das ist eine wunderbare Sache und die habe ich mittlerweile übernommen. Ich fotografiere eigentlich nicht mehr anders, außer ich fotografiere statische Dinge. Also wenn ich die Kamera auf einem Stativ habe und ich fotografiere irgendein Produkt oder so, klar, dann brauche ich keinen AFC-Modus, dann gehe ich auf den AFS, dann kann auf jeden Fall nichts schief gehen oder sogar manuell dann. Jetzt will ich euch aber kurz zeigen, was ich im AFC eingestellt habe. Und zwar bin ich bei den AFC Set 6, also bei den Custom-Einstellungen für den AFC mittlerweile angekommen. Es gibt voreingestellte Modi bei AFC, die im Prinzip auch wunderbar funktionieren. Set 1 ist Multipurpose, also mehrfach oder mehrere Einsatzzwecke. Funktioniert irgendwie für alles. Der funktioniert auch wunderbar für alles. Ich habe damit wirklich jahrelang im AFC-Modus gearbeitet, ohne da jemals was dran zu verstellen. Für Video ist der nicht ganz ideal. Das ist aber auch eine andere Kiste, glaube ich, irgendwie. Und ich habe mir auch mittlerweile den AFC-Modus Custom Set 6 ausgesucht, weil ich es da selber einstellen kann. Und was sind die Einstellungen, die ich hier treffen kann? So, ich kann zum einen wählen, wie schnell der AFC umschalten soll, wenn er was anderes erkennt. Also der Punkt sitzt fest auf etwas und es schiebt sich ein anderes Objekt davor, wie man hier in dieser lustigen kleinen Animation sehen kann, wenn dieser graue Punkt sich vor meinen dunkleren grauen Punkt schiebt. Wenn ich das hier ganz links habe, die Einstellung, dann wächst er sehr schnell auf das neue Objekt, das unter dem Fokuspunkt landet. Hier bleibt er eher lange an dem Objekt, das ich ursprünglich mal anfokussiert habe. Heißt, er bleibt an dem kleben, was ich ursprünglich wollte. Da will ich hin, deswegen habe ich das eingestellt. Wie schnell geht der Fokuspunkt mit? Hier bin ich bei einer mittleren Einstellung, weil mir nicht so hundertprozentig klar ist, was der Unterschied dann tatsächlich am Ende ist, weil eigentlich soll er ja immer mitgehen, auch bei sich bewegenden Objekten. Ich glaube, das hat mit der Beschleunigung und, also steht hier auch Acceleration, Deceleration, mit der Beschleunigung zu tun. Ich glaube, das ist aber wirklich eher interessant, wenn man Sport oder so oder Tiere fotografiert, die sich schnell bewegen. Bei mir ist es ja meistens so, die Menschen bewegen sich nicht so rasend schnell. Auch ich bewege mich mit der Kamera nicht rasend schnell. Sprich, hier bin ich einfach in der Mitte geblieben. Letzter Punkt. Was passiert, wenn sich was im Vordergrund in diesen Fokusbereich reinbewegt? Und auch da will ich möglichst zentriert auf dem bleiben, was ich ursprünglich anfokussiert habe und eben nichts, was weiter im Vordergrund vielleicht passiert, mit reinnehmen. Das sind also meine drei Einstellungen, 4.1 und Center, falls ihr euch die aufschreiben wollt. Es gab jetzt ein paar spezifische Fragen zum AFC. Ich schaue mal eben kurz in meine Notizen rein. Ja, es gab wieder die obligatorische Frage, ob er schlechter ist als ein XH2S. Ja, weil der von der XH2 schlicht und ergreifend besser ist. Aber dafür ist die Kamera auch gebaut worden. Das ist die Frage, ob mein, keine Ahnung, ob mein Traktor langsamer ist wie mein Ferrari. Ja, weil er auch einen ganz anderen Einsatzzweck hat. Es ist nicht ganz so krass, beides sind Kameras. Aber man muss ganz klar gucken, für was ist die Kamera gedacht. Eine
Eine GFX ist auch automatisch, also bauartbedingt schon langsamer. Ist aber, glaube ich, auch für andere Sachen gedacht, nicht für den schnellen Einsatz. Ein XH2S ist wirklich für diesen Highspeed-Einsatz, Sportfotografie, sich schnell bewegende Objekte gedacht. Und da brilliert die auch tatsächlich. Die XT5, für meinen Einsatzzweck steht sie der XH2S aber nichts nach. Mag die XH2S besser sein? Ja, vermutlich würde ich es merken. Ich glaube, ich würde es nicht merken tatsächlich, wenn ich mich nicht wüsste, welche Kamera ich in der Hand habe. Es gab noch die Frage zur XH2 und zur XT5, wenn Video keine Rolle spielt. Wenn Video eine Rolle spielt, würde ich eher zur XT5 greifen. Wenn Video keine Rolle spielt, würde ich eher zur XT5 greifen. Mir gefällt die XT5 einfach besser. Vom Gehäuse, vom Body, vom Bedienkonzept her. Das heißt aber nicht, dass die XH2 die schlechtere Kamera wäre. Das ist, glaube ich, eine persönliche Geschmacksentscheidung. Wie arbeitest du mit der Kamera? Dementsprechend würde ich da die Entscheidung treffen, was dir eher liegt. Ich denke, es sind die zwei großen Faktoren. Gefällt dir dieses Retro-Style-Bedienkonzept besser oder das PASM-Wahlrad? Und welche Art von Display gefällt dir besser? An den zwei Punkten wird es sich entscheiden. Der Rest ist gleich im Großen und Ganzen oder so marginal nur, dass es eigentlich keine große Rolle spielt am Ende. Es gab noch eine Frage, ob es Möglichkeiten gibt, die Wahlräder, also nicht die oberen, die sind arretierbar, die kann ich verriegeln, sondern die hier drunter zu arretieren. Habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, weil ich an die tatsächlich nicht so oft aus Versehen rankomme. Gibt es aber auch nicht. Wäre, wenn da auch eine reine Software-Einstellung, wäre mir nicht bekannt, dass man die in irgendeiner Art und Weise arretieren könnte. Ich hatte ein bisschen Bedenken mit dem Belichtungskorrekturrad hier an der Seite. Ich schau mal eben um. Na, kommt erstmal gar nichts. Schwarz, ganz toll. Yeah, jetzt stehe ich auf den Kopf. So, dieses Belichtungskorrekturrad hier an der Seite. Ich hatte bei meiner ersten XT5, die ich bekommen habe, hatte ich an dem Rad gedreht und dachte mir, oh je, das läuft ein bisschen leichter als an meiner XT4. Das verstelle ich bestimmt ganz, ganz oft aus Versehen. Das passiert mir ja an meiner XT4 schon. Und ich musste feststellen, an der XT5 habe ich nicht ein einziges Mal aus Versehen dieses Rad verstellt. Das ist besser positioniert und hat den perfekten Punkt zum Drehen, glaube ich jetzt, dass ich nicht einmal mehr was dran verstellen musste. Also da kann ich alle Bedenken beseitigen. Bei dem Rad hier, ja, ich kann schon sehen, dass man das vielleicht mal aus Versehen verstellt, aber da man es ja von hinten auf die Kamera blicken sogar sieht, was eingestellt ist und im Display auch, also wenn man hinschaut, schaue ich jetzt um, hier. Wenn ich auf den Continuous, also dem Drive-Modus Serienbild, so heißt es auf Deutsch, im Serienbild bin, erscheint hier sofort dieses Icon, was ich mir auch einblenden kann. Und dann sehe ich auch, ob ich in einer anderen Funktion drin bin. Von daher habe ich da nicht so das große Problem damit tatsächlich. Und deswegen habe ich noch nie nachgeschaut. Ich habe geguckt, ob es eine Funktion gibt, aber ich habe keine Funktion gefunden, mit der man das umschalten könnte. Jetzt merke ich hier gerade aber auch, dass die Kamera hier auf dem Kopf steht die ganze Zeit schon. Das sollte natürlich nicht sein. Moment, ich drehe hier mal in meiner Software. Schwupp. So, jetzt sieht die Kamera nicht auch richtig aus. Jetzt könnt ihr nicht auch was lesen. Genau, ich schaue mal nochmal in die Fragen rein. Es gab noch eine Frage, die fand ich auch sehr gut. Und zwar nach den RAW-Dateien. RAW komprimiert, oder RAW unkomprimiert, RAW verlustfrei komprimiert oder verlustbehaftet komprimiert. Es gibt die drei Möglichkeiten, plus JPEG natürlich immer. Fotografieren. Ich fotografiere grundsätzlich in RAW verlustfrei komprimiert. Spart einfach ein bisschen Platz auf der SD-Karte. Wir können hier mal kurz die Kamera nochmal anwerfen. Ich hoffe, ihr könnt das scharf sehen, auch so, wenn ich es nicht aufs Display umschalte. Und wir gehen mal hier rein. Ihr seht also, ich bin im Moment auf JPEG plus RAW und auf lossless compressed, sprich verlustfrei komprimiert. Ich bekomme auf die 128 GB Karte, ich glaube, ich habe schon drei, vier Bilder geschossen, 1800 Bilder drauf im verlustfrei komprimiert Modus. Jetzt gehe ich hier nochmal rein, gehe mal auf unkomprimiert und dann sind wir bei 1100. Das sind 700 Bilder oder 600, 700 Bilder extra, die ich durch diese Komprimierung kriege.
verlustfreie Komprimierung kriege. Wir können mal auch nochmal auf die verlustbehaftete Komprimierung gehen. Dann kriege ich 2200, das ist nochmal 300 on top. Die nochmal extra 300 wären schön. Verlustbehaftete Komprimierung finde ich aber schräg bei RAW. Deswegen würde ich das tatsächlich nicht machen. Ich bleibe bei der verlustfreien Komprimierung. Jetzt mag man sich ja fragen, ja, warum gibt es eine unkomprimierte und eine verlustfreie Komprimierung, wenn am Ende ja das Gleiche rauskommt? Und genau da ist der Punkt. Am Ende kommt was raus, wenn ihr mit unkomprimiertem RAW arbeitet, wird euer Capture One oder Lightroom schneller sein. Wenn ihr mit komprimierten RAWs arbeitet, wird Capture One oder Lightroom etwas langsamer sein, weil es dann jedes Mal die RAW-Datei entkomprimieren muss. Sprich, was ihr hier an Platz spart, erkauft ihr euch mit Zeit in der Bildbearbeitung. Wenn ihr einen Rechner habt, der schnell genug ist, spielt das aber keine Rolle. Da bin ich up to date, von daher gehe ich auf das verlustfreie RAW. Die Dateigrößen, ich glaube, ein unkomprimiertes RAW hat so um die 80 MB. Die komprimierten RAW-Daten haben um die 40 MB. Da kommt also schon auch eine ganze Menge Holz zusammen. Von daher, ein bisschen sparen lohnt sich dann schon tatsächlich. So, jetzt gab es ja aber auch schon ein paar Fragen. Ich schaue mal eben rein. Ah, Stefan hat eine Frage gestellt, die hier super dazu passt. Würdest du heute statt JPEG eher auf HEIF gehen? Ich mache mal meine Kamera nochmal an, dann könnt ihr sehen, mit was ich fotografiere. In JPEG. Wen hätte es gewundert? Ich habe es im neuen Buch auch geschrieben. Also da ist auch was über das HEIF-Format drin. Das Buch heißt auch noch JPEG-Rezepte, aber ich erkläre im ersten Kapitel auch, dass es eigentlich der falsche Titel für das Buch ist. Es müsste Straight Out of Camera heißen oder HEIF-Rezepte für Fujifilm X-Kameras oder JPEG und HEIF-Rezepte für Fujifilm X-Kameras. Aber dann ist der Titel so lang, dass er nirgendwo mehr aufs Buch gepasst hätte. Hätten wir es Querformat drucken müssen irgendwann. HEIF, feine Sache. Das Format der Zukunft. Punkt. Komma aber. Die Unterstützung ist halt noch nicht da. Capture One kann nicht mit den Daten umgehen. Man kann es irgendwie über Umwege zwar einlesen, aber das sind immer Umwege. Das ist für mich als Berufsfotograf nicht praktikabel. Punkt. Deswegen kann ich HEIF im Moment noch nicht verwenden, weil die Unterstützung softwareseitig noch nicht da ist. Ich würde es sofort, wenn Capture One morgen ein Update rausbringt, dass die HEIF-Daten sauber eingelesen werden können und weiterverarbeitet werden können, steige ich sofort auf HEIF um von JPEG. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Die Unterstützung muss aber halt gegeben sein. Das ist das große Problem. Und die ist bei Capture One im Moment noch nicht da. Lightroom weiß ich nicht, wie es da im Moment aussieht. Das müsst ihr da selber nachschauen. Für Capture One kann ich sprechen. Da ist er noch nicht da. Genau. Also im Moment noch abwarten mit HEIF, aber irgendwann wird es auf jeden Fall kommen. Hier gibt es noch eine spannende Frage. Und zwar zu den Custom Settings. Da will ich auch mal kurz in die Kamera reinschauen, damit ihr das mal gesehen habt, wie die Custom Settings aussehen. Und dann können wir vielleicht gleich mal das neue JPEG-Rezept uns noch gemeinsam anschauen. Ich bereite das hier drüben auf dem zweiten Bildschirm schon mal vor. Die Custom Settings, ob es einen Unterschied gibt zwischen dem der XH2, Klammer S und der XT5, weil durch das unterschiedliche Bedienkonzept gibt es tatsächlich Unterschiede in den Custom Settings. Und beides hat seinen Charme. Bei der XT5 funktioniert es so, wie es für euch, für die meisten wohl auch gewohnt ist, wenn ihr, ich schalte mal hier eben um, ich drücke auf mein Schnellmenü und dann kann ich hier oben dran drehen und ich kann dann zwischen meinen Custom Settings umschalten. Ich gehe dann zum Beispiel von meinem The Reporter auf Havana auf Vedado, das neue JPEG-Rezept, und schalte damit hauptsächlich die Bildqualitätseinstellungen um, die den Look der Bilder bestimmen, und mittlerweile auch immer mehr andere Einstellungen, die mit in diesen Custom Settings hinterlegt werden können. Man muss mittlerweile trennen, was ist ein JPEG-Rezept und was sind Custom Settings. Das JPEG-Rezept ist mittlerweile nur noch eine Untermenge in diesen Custom Settings. Die Custom Settings selbst können sehr viel mehr. Der Charme an der XT5 ist, wenn ich jetzt, ich fotografiere irgendwas, habe meine Einstellung hier oben manuell getroffen, so wie ich es gerade habe, Blende 1.4, ISO 250, eine 125. Sekunde. Ich drücke hier oben auf mein Q, auf mein Schnellmenü und springe auf mein Rezept The Reporter und kann direkt so weiter fotografieren. Ich ändere nichts an meinen Einstellungen, was die Belichtung angeht. Bei einer XH2, XH2S oder auch der GFX
ändert sich aber auch das mit, weil ich ja keine physischen Buttons habe, sondern das in Software quasi passiert oder über die Räder, die keine Beschriftung haben, passiert, kann ich andere Einstellungen mit ändern. Ich kann eine andere Blende, Belichtungszeit und ISO einstellen, weil sie nicht fest auf der Kamera eingestellt ist. Das hat den riesen Charme, dass ich zum Beispiel zwei Custom Settings anlegen könnte. Eins für ich fotografiere im Schatten und eins für ich fotografiere in der Sonne, wenn ich mir das vorher zurechtlege. Oder dass ich eben ein Custom Setting für die Studioarbeit mir zurechtlege, wo für die Blitze schon voreingestellt eine 250. Sekunde ist und dann muss ich gar nichts mehr großartig nachdenken. Das hat seinen ganz eigenen Charme. Tatsächlich macht es bei mir aber wirklich nur da Sinn, wo ich im Studio zum Beispiel arbeite. Mit meiner GFX, da habe ich ja so ein Custom Setting angelegt. Sobald ich den Blitz drauf mache, gehe ich auf Custom Setting 5 und dann weiß ich, okay, jetzt habe ich hier meine Studioeinstellung drin. Das ist eine feine Sache. Für das, wie ich mit der Kamera in den Reportagen unterwegs bin, wäre es aber tatsächlich nichts. Da will ich, dass die Belichtungseinstellungen so bleiben, wie ich sie eingestellt habe und sich nicht durch das Custom Setting ändern. Andi hat gerade geschrieben, genau, wenn ihr keine Ahnung habt, was eigentlich ein Heave ist, macht euch nichts draus, das ist völlig okay. Es gibt aber ein super Video, wo ich erkläre, was das Heave-Format eigentlich ist. Gibt's aber auch im neuen Buch. Da dürft ihr gerne auch reinschauen. Was wollte ich gerade machen? Achso, genau, die Custom-Settings mal kurz erklären. Ich habe mir extra so hier ein kleines Tuch bereitgelegt, damit ich die Kamera mal sauber machen kann zwischendurch. Ich gehe hier mal nochmal in meine Einstellungen rein. Eigentlich kann ich sie auch da vorne ist ein bisschen auch klein, aber ja, hier sehe ich es dann doch einigermaßen. Wie ich die Custom Settings einstelle, hat sich auch ein klein wenig geändert an den neuen Kameras. Vorher war es ja so, ich hatte 7 leere Custom Settings in der X-T4 und die konnte ich nach Belieben verändern. Und ich konnte einfach auf Q drücken, ich habe meine Kamera aus der Packung rausgeholt, Akku rein, auf Q gerückt und yeah, einmal durch die Custom Settings durchgedreht. Wenn ich das an der X-T5 mache, kommen keine Custom Settings. Ich kann erstmal nichts einstellen. Ich war auch kurz verwirrt. Finde es auch nicht ganz glücklich gelöst, dass diese leeren Einstellungen quasi nicht da sind. An der X-T5, genauso an der XH2S und XH2, muss ich erst ins Menü gehen, in den Bildqualitätseinstellungen auf Custom Settings bearbeiten, speichern. Und dann, seht ihr hier, C6 und C7 sind bei mir auch noch unbenutzt. Dann muss ich einmal dieses Custom Setting initialisieren, wenn man so möchte, es quasi neu erstellen erst. Jetzt kann ich zum Beispiel hier C6 neu erstellen. Das fragt mich, hey, willst du das wirklich machen? Ja, will ich. Und jetzt ist es da. Jetzt kann ich es auch über das Quick-Menü auswählen. Ihr seht C4, C5, C6. C7 kommt nicht. Er springt wieder zurück auf den manuellen Modus. Heißt, um Custom Settings anzulegen, muss ich es einmal mit der Funktion erst freischalten, initialisieren, wie auch immer. Vorher in der X-T4 konnte ich einfach im Quick-Menü auf das Custom-Setting gehen, das ich verändern wollte und dann anfangen, an den Werten zu drehen und es dann abspeichern. Ich fand es ein bisschen intuitiver und auch der Grund, warum ich mein Buch überarbeitet habe, es ist im alten Buch so anders erklärt, dass es auch für eine X-T5 keinen Sinn mehr macht tatsächlich. Wir gehen jetzt aber auch mal her und schauen uns das neue Rezept an. Wenn wir den richtigen Knopf finden. Hier ist es. Jetzt bin aber nicht mehr ich da unten, sondern eine umgedrehte Kamera. Das ist natürlich auch etwas ungünstig. Das wäre also das Rezept, was ich in Havanna verwendet habe, für meine komplette Street Photography tatsächlich. Also damit habe ich im Prinzip alles fotografiert. Jetzt bin ich wieder schwarz, das war ganz ungünstig. Moment, ich schalte nochmal um. Sie sehen, dass Sie nichts sehen. Okay, und wir legen mal dieses Custom Setting aber neu an gemeinsam. Jetzt seht ihr die Kamera, glaube ich. Und ich lege es mal komplett den neuen Weg mit euch an. Also wir gehen in die Bildqualitätseinstellungen rein und wählen dort dann die entsprechende Einstellung aus. Was seht ihr? Jetzt seht ihr gerade die Kamera. Was ist jetzt hier los? Jetzt seht ihr. Sehe ich auch wieder die Kamera. Ja, jetzt sehe ich wieder was. Wir gehen also hier in die... Ich gehe mal auf das Menü, dann sehe ich das ein bisschen klarer. Na, so. Custom Settings bearbeiten. Gehen jetzt Custom Settings 6 rein. Ich will es bearbeiten oder prüfen. Check. Gibt es natürlich auch. Und jetzt lande ich wieder im Menü. Und das ist zugegebenermaßen auch verwirrend, wenn man nicht genau hinschaut, weil ganz oben seht ihr C6 Edit Check. Ist zwar das Original-Kameramenü, das ihr sonst bekommt, wenn ihr auf Menü drückt.
Ihr seht jetzt aber oder könnt nur noch die Einstellungen verändern, die auch in einem Custom Setting gespeichert werden können. Sprich, ihr könnt jetzt hier alles umstellen und es wird im Custom Setting auch hinterlegt. Wie zum Beispiel auch, ob ihr mit RAW oder mit JPEG fotografieren wollt. Finde ich eine feine Sache, dass ich mir JPEG-Rezept oder Custom Settings anlegen kann, in denen ich nur mit JPEG arbeite. Machen wir es zum Beispiel auch. Wir machen mal hier nur fein und verwenden das. Ich switch mal kurz um auf ein Rezept. Vedado. Vedado ist ein Stadtteil in Havanna und nach dem habe ich dieses Rezept auch benannt. So, jetzt seht ihr aber mich wieder nicht mehr. Warum nicht? Das ist ja hochgradig verwirrend hier. Kann ich irgendwie eine Kamera hinzufügen? Nö. Also, mitschreiben müsst ihr dann. Ich schalte ein paar Mal jetzt um. Was zeichnet Vedado aus? Vedado ist ein Classic Negative Rezept. Classic Negative hat sich zu einer der meiner beliebtesten Filmsimulationen entwickelt. Ich finde, die kommt ohne jegliche Veränderung schon so wunderbar daher, dass man eigentlich fast nichts dran machen muss. Aber dann gäbe es keinen Grund, mein Buch zu kaufen. Deswegen muss man ein bisschen was dran machen, damit ihr auch mein Buch kaufen könnt. Für Classic Negative sind im neuen Buch auch ein paar neue Rezepte drin. Wir gehen also her, wir stellen uns erstmal die Filmsimulation ein und wir gehen auf Classic Negative. So, dann habe ich in dem Rezept auch Grain drin. Ich mag das leichte Con, das Fujifilm hier produziert. Ich finde, durch die 40 Megapixel wird das Rauschen ja sogar noch feiner, weil kleinere, also das, die Rauschpixel quasi kleiner sind. Ich finde, es sieht noch schöner aus mittlerweile. Es lädt jetzt auch manchmal zu ein, auf die andere Größe zu gehen. Hier bin ich auch bei Small oder bei Klein geblieben. Ich habe beide Color Chrome Effekte auf schwach eingestellt. Ich zeige euch mal eben ein Bild, wo man das auch sehr gut sehen kann, glaube ich. Das ist eins der Bilder, die ich mit dem Vedado Rezept gemacht habe. Und hier sieht man, finde ich, ganz deutlich an dem Shirt von dem Mann hier, dieses Gelb. Das würde ansonsten keine Sättigung, keine Farbe mehr haben. Dieser Color Chrome Effekt rettet mir quasi Farbe in sehr hellen und sehr gesättigten Bereichen. Und da es im Prinzip keinen Einfluss auf das Fotografieren selbst hat ansonsten, habe ich das hier tatsächlich eingeschaltet, dass ich beide Color Chrome Effekte aktiviert habe, auch schwach. Den Hautweichzeichner habe ich nicht verwendet. Muss ich zugeben, den habe ich auch wirklich nur bei Porträtrezepten, wenn dann überhaupt, drin. Den Weißabgleich. Vedado heißt er, ist nach einem Stadtteil von Kuba benannt. Ich habe da immer tagsüber fotografiert, im knallen Sonnenschein. Deswegen habe ich auch den Weißabgleich tatsächlich auf Tageslicht eingestellt. Hat den Charme und Fallstrick zugleich. Wenn ihr nicht mehr im Tageslicht seid, sieht es manchmal ein bisschen schräg aus. Ich mag aber das alte Arbeiten, was ich mit Filmen hatte, dass ich mir eben vorher überlegen musste, während Film ich einlege. Und damit war auch früher der Weißabgleich festgelegt. Was ich in Vedado gemacht habe, ist den Weißabgleich mal wieder ganz leicht zu verschieben. Und zwar, ich schaue selber nochmal nach, genau, 2 rot und minus 3 auf der Blauachse in die gelbe Richtung. Heißt, es bekommt alles nur ganz leicht eine Wärme zusätzlich hinzu. Also weil ich ein bisschen ins Rot gehe und ein bisschen ins Gelb, kommt ein bisschen ein Ticken Orange in meinem Bild zusätzlich dazu. Habe ich mir jetzt angelegt. Ich gehe bei Dynamic Range auf 200%, heißt, die Kamera belichtet mit einer höheren ISO-Zahl, aber mit einer kürzeren Verschlusszeit und belichtet eigentlich dunkler und gibt dem RAW-File oder dem JPEG nicht, gibt dem RAW-File die Information mit, hey, du musst nachträglich ein bisschen angehoben werden. Die JPEGs sind davon unberührt, aber ihr rettet euch damit die Highlights in den Bildern, weil die dann nicht mehr so schnell ausbrennen. Ist gerade, wenn ihr irgendwo fotografiert, Havanna, wir schauen uns gleich mal noch ein paar Bilder hier an, da kommt mal die Sonne so knallig rein auf eine weiße Wand und direkt daneben geht alles mit schwarzen Schatten unter. Das sind extreme Dynamikumfänge und damit rettet ihr euch die Lichter einfach ein Stück weit. Deswegen habe ich hier DR200 eingestellt. Dann die Tonkurve, da hatte ich gerade eben auch so sehen schon mal dran ein bisschen gedreht. Ich bin bei den Tonlichtern, die hebe ich ein ganz klein wenig an. Also ich drücke die Kurve, das obere S ein bisschen nach oben. Genau das gleiche tue ich in den Schatten. In den Schatten aber ein Ticken mehr. Ich habe es gern knackig in den Schatten, die dürfen gerne absaufen bei mir.
Was ich auch gemacht habe bei Venado, ist die Farbe zusätzlich reindrehen. Das kann man jetzt in Dillewang vielleicht nicht unbedingt machen, da sieht es vielleicht schräg aus. In Havanna musst du mehr Farbe reinbringen. Die Stadt schreit geradezu Farbfotografie. Es ist super spannend, das Schwarz-Weiß zu fotografieren. Für mich ist es aber Farbe im Moment und deswegen habe ich hier +3 bei der Farbe. Das war auch eine Frage, die kam über Instagram, glaube ich, rein, was ich mit dieser Rauschreduktion mache. Ich habe die immer auf -4. Die gilt aber eigentlich auch nur für hohe ISO-Werte, deswegen steht es auch mittlerweile High ISO Noise Reduction dran. Das hieß früher auch mal anders. Ich habe die immer auf -4 gedreht. Wenn Rauschen drin ist, dann ist es drin, dann will ich es auch haben. Im RAW könnte ich sowieso nachträglich selbst korrigieren. Meistens ist das Rauschen aber von mir ein provozierter oder gewollter Effekt. Und wenn die ISO-Zahlen mal hoch wären, dann wären die ISO-Zahlen mal hoch. So, jetzt habe ich alles eingestellt in den Bildqualitätseinstellungen. Jetzt zappe ich mal noch so ein bisschen drüber. Und jetzt seht ihr hier zum Beispiel, ich kann hier jetzt in diesem Custom-Setting auch Sachen einstellen wie den Fokusmodus. Welche Fokuspunkte will ich wählen? Wie soll mein AFC eingestellt werden? Sollen meine Fokuspunkte angezeigt werden? Welche will ich auf Tierdetektion? Will ich auf Gesichtserkennung? Was ist eigentlich mit AF und MF? Also kann ich am Fokusrad drehen und manuell nachfokussieren? Und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele Einstellungen, die ich zusätzlich in einem Custom Setting mit anlegen könnte. Selbst so Sachen wie das Power Management. Was tatsächlich interessant ist, weil ich dann für sowas wie Street zum Beispiel einstellen kann, dass die Kamera sich nicht so schnell abschalten soll, ich aber trotzdem im Boost-Modus bleibe, zum Beispiel. Oder was ist eigentlich mit meinem LCD oder meinem EVF, EVF, will ich, dass der eher für Niedriglicht ist, ist er eher auf die Auflösung optimiert oder eben für die Bildwiederholrate. All das kann ich in einem Custom-Setting hinterlegen. Und das ist ein großer Charme, wenn ich zum Beispiel ein Custom-Setting anlege, was eine Abwandlung ist eines bestehenden. Beispiel, mein Custom-Setting C2 ist The Reporter, war früher mal klassisch Chrome. Ich könnte mir jetzt einen Reporter High ISO anlegen oder The Reporter Dark, wo ich mir die Kamera so ein bisschen verdrehe, dass sie eher für dunkle Umgebungen eingestellt ist. Der Bildlook wäre der gleiche, aber ich könnte zum Beispiel die Rauschreduktion mit reinnehmen für meine JPEG-Daten und ich könnte mir meinen Fokus anders einstellen, damit ich bei geringem Licht einfach anders mit der Kamera arbeiten könnte. Eine sehr feine Sache tatsächlich, hier mehr in den Custom Settings zu hinterlegen. Heißt aber auch, ich muss aufpassen, die Sachen sind in den Custom Settings hinterlegt. Ich kann also nicht mehr einfach nur, ich sag mal, blind drauf losfotografieren, wenn ich das Custom Setting ändere, weil ich denke, ich ändere nur das JPEG-Rezept. Es ändern sich auch andere Parameter mittlerweile. Deswegen habe ich es mittlerweile so gemacht, wenn ich die X-T5 neu einstelle, lege ich mir einmal C1 als leeres Custom Setting an, stelle dort alles ein, wie ich es standardmäßig habe, den AFC, wie ihr ihn vorhin gesehen habt, und kopiere dann die Einstellungen über alle anderen Custom Settings drüber, bevor ich dann die Bildqualitätseinstellung nachträglich drüber lege. Ich gehe mal nochmal in meine wunderbare Keynote rein, dass ihr nochmal mitschreiben könnt. Jetzt dürft ihr Screenshots machen von dem Vedado-Rezept. Was man dazu sagen muss, die Belichtungskorrektur ist ja leicht drüber, so 2/3 überbelichten. Steht ein bisschen in Verbindung mit dem, dass ich ja Dynamic Range auf 200 habe, dass ich ja eh schon ein bisschen die Lichter rette. Trotzdem kann ich sie ein bisschen pushen. Ich habe das einfach gern knackig eher auf der hellen Seite, die Bilder. Und ich glaube auch, dass es sonst, gerade Classic Negative, neigt manchmal ein bisschen dazu, zu dunkel rauszukommen. Deswegen gehe ich in der Belichtungskorrektur meistens ein bisschen drüber, über das, was in Anführungszeichen vielleicht die Kamera mir sagt oder was in Anführungszeichen optimal wäre, wie man das auch immer nennen mag. So, jetzt hätte ich es eigentlich ganz gerne, dass ihr mich auch noch sehen könntet. Das scheint aber nicht zu gehen. Ich füge hier meine Kamera hinzu. Moment. Jetzt seht ihr das HDMI-Signal. Das habe ich auch. Yeah, jetzt seht ihr mich wieder. Das ist doch eine feine Sache. Und ich schiebe mich mal hier unten hin. Könnt live mir dabei zugucken, wie ich den Quatsch hier neu einrichte, nachdem es gerade einmal weggeflogen ist. So, jetzt bin ich hier unten drin und jetzt schauen wir endlich mal ein paar Bilder an. Auch da stellt gerne weitere Fragen. Ich habe gesehen, dass sind noch ein paar Sachen reingekommen. Ja, schaue ich gleich mal drüber. So, hier Bilder. Das habt ihr gerade eben schon gesehen. Ist eins meiner liebsten Bilder geworden, die ich auf Kuba gemacht habe. Ich finde
Das ist ein Streetbild. Wir haben da an der Kreuzung gewartet, Kai und ich, und wirklich die Falle gestellt. Wir hatten die Bühne eigentlich aufgebaut, etwas rechts davon, wo dort ein wunderschöner Lichteinfall reinkam. Und der Mann, ich hatte ihn schon anlaufen sehen, ich dachte, okay, da tappt mir jetzt gleich in meine Lichtfalle rein. Dann fotografiere ich ihn an der Ecke. Da blieb er mitten in der Straße stehen. Und da habe ich einfach nur gesehen, wie von oben diese Linien reinkommen, er unten diese Linien quasi wieder aufmacht. So eine gewisse Symmetrie in der Achse einfach stattfindet. Und ich dachte mir, ja, das muss ich haben. Ich habe die Kamera nur in die Richtung gehalten und abgedrückt. Und glücklicherweise den perfekten Moment hier auch erwischt. Und ja, das ist mit dem Vedado-Rezept aufgenommen zum Beispiel. Man sieht schon, die Schatten sind deutlich da. Aber man hat eigentlich in allem noch Zeichnung ein klein wenig, dass es jetzt nicht irgendwie nur schwarz ist. Ich hoffe, die Komprimierung von YouTube frisst das nicht alles. Auch typisches Bild für Havanna, natürlich die Oldtimer, die da immer noch rumkreuzen, auf den letzten rostigen Schrauben daherkommen. Man sieht, typisch für Classic Negative, Rot spielt eine große Rolle in dem Rezept. Das Rot kommt einfach richtig brennend raus. Das ist in Kuba auch eine Farbe, die man sehr, sehr häufig antrifft tatsächlich. Deswegen hat das Vedado-Rezept hier einen ganz eigenen Charme auch tatsächlich. Das ist ein Bild, ein Beweis für die wunderbare Objekterkennung, die Kamera mitbringt. Da einfach draufgehalten auf Hunde, Autofokus quasi geschaltet und er hat wunderbar diesen kleinen Husky erkannt. Hier sieht man nochmal schön die Farben, wie sie einfach rauskommen mit dem Vedado-Rezept. Das sind kräftige Farben, aber auch richtig kräftige Kontraste. Also ist jetzt nicht unbedingt, darf ich nicht sagen, nicht unbedingt für Porträts geeignet, weil kommen gleich noch ein paar Porträts. Aber es funktioniert wirklich wunderbar, auf jeden Fall in Havanna oder in Gegenden, wo es auch ein bisschen bunter zugeht. Hier geht es dann so ein bisschen Richtung der Dämmerung. Also man sieht, die Sonne steht jetzt schon sehr, sehr tief und das merkt man auch, dass diese Einstellung vom Weißabgleich langsam greift. Das wird nämlich deutlich oranger, das Bild. Hier hat man eine Szene auf der Straße. Die Kinder spielen hier mit Spielkarten, was man hier bei ihm hier liegen sieht, hier hinten, ich hoffe, ihr könnt meinen Mauszeiger sehen, und hier vorne liegen sie unter den Karten, das sind aufgeschnittene Zigarettenschachteln. Sprich, die Zigarettenschachteln, die alten, sind deren Währung, um diese quasi Karten spielen. Und er hier ist der King of the Hill, weil er hat den kompletten Rucksack voll mit diesen Zigarettenschachtel-Dollars, nenne ich sie mal. Ein kleines Familienporträt, wir haben die da wirklich so stehen sehen. Und es war einfach schon so ein schönes Bild. Die Frau hat uns noch erklärt, dass das die Enkelin ist, hier hinten der Opa steht, dass wir einfach drei Generationen auf einmal ablichten können. Und genau das haben Kai und ich auch gemacht. Ich muss mal schauen, ich habe sein Bild noch nicht gesehen. Ich kenne nur meins aus der Szene, aber da haben wir beide draufgehalten. Der kubanische Maulkorb besteht aus einem alten Joghurtbecher für Hunde. Die Kubaner sind erfinderisch, das muss man ihnen lassen. Die sind sehr, sehr erfinderisch. Die habe ich auch am Straßenrand gesehen, die Frau mit ihrem kleinen Hund. Und ich fand das so witzig, wie der Hund da saß. Ganz entspannt eigentlich. Also ich weiß nicht, warum er den Maulkorb hatte, vielleicht weil er nicht bellen sollte. Aber fand ich eine schöne Szene, hat so Kuba ein bisschen für mich zusammengefasst. Er hier, ehemaliger Boxer, der jetzt hauptsächlich am Malecon abhängt und sich fotografieren lässt. Nichtsdestotrotz ein gutes Bild. Ein verlassenes Hotel. Auch der Hotel- oder Apartmentgebäude, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube eher Apartmentgebäude, Richtung Miramar raus, also über Vedado dann schon hinaus. Sehr spannend, da drin rumzulaufen, sehr, sehr verfallen. Die Jungs hier, wie man sie sieht, sind da an der Fassade hoch und runter geklettert, also dieses Rohr, diese Stange, die da dran hängt, sind sie aus dem Stockwerk eins runtergeklettert. Und er hier war der coolste aus der Truppe mit seinem Jeans-Hosen-Maske. Er ist hier noch einen kurzen Moment drauf verweilt und hat mir ein wirklich tolles Bild von dem Moment beschert. Ja, die Liebe der Kubaner zu ihren Hunden, zu ihren Haustierhunden ist auf jeden Fall groß. Hier das Vedado-Rezept kann hier auch seine Stärken ausspielen mit dem Rot und den Kontrasten einfach. Die Männer beim Domino spielen, was man auch häufig sieht, nicht mehr so häufig wie früher. Das hat sich ein bisschen geändert auf Kuba, glaube ich. Oder zumindest in Havanna, wo wir unterwegs waren. Die Zeit ist einfach nicht mehr da für manche Kubaner, sich auch mal nachmittags einem Domino-Spiel hinzugeben.
Die haben Baseball gespielt im weitesten Sinne. Das, was er hier in der Hand hat, sein Schläger, ist ein abmontierter, von einem Bettrahmen, ein Bettpfosten, ein abmontierter, mit dem dreschen sie auf Bälle ein, die sie aus einem Baumwolltuch und Klebeband basteln. Also hier unten liegt das Klebeband und daraus bauen sie sich dann neue Bälle. Weil, wenn einer den Ball trifft, fliegt er halt aufs nächste Haus oben drauf. Es geht also nur darum, die Bälle zu treffen und nicht über die Bases zu rennen. Und damit sie genug Bälle haben, kaufen kann man keine, machen sie das eben aus diesen Stoffresten hier. Fand ich eine spannende, erfindungsreiche Idee auf jeden Fall. Fußball ist immer mehr im Kommen, auch auf Kuba. Wir haben einige Jungs gesehen, die Fußball gespielt haben. Das haben wir natürlich dann auch immer entsprechend festgehalten. Der Griff nach dem öffentlichen Telefon. Hier schönes Schattenspiel. Dani, den ich in Kuba kennengelernt habe, auch Fotograf, hat hier mal wieder Kai zugeguckt, wie er sich fast auf der Straße über den Haufen fahren lässt, mit skeptischem Blick. Und ich habe ihn in dem Moment einfach erwischt und abgedrückt. Mein glücklichstes Bild auf Kuba. Ich habe es im Fotologen-Podcast ja schon vorgestellt, das Bild. Ich habe nur einen Mann gesehen, wie er mit einer großen Folie oder einem Müllbeutel die Straße runterkam. Ihr seht die tiefstehenden Schatten. Und ich habe einfach gesehen, ja geil, die Tüte leuchtet jetzt ohne Ende. Natürlich, weil dieses ganze Sonnenlicht auffängt und das, da drin einfach diffus wird das Licht. Das gibt bestimmt einen schönen Blickfang. Vielleicht schaut er ja noch genau auf die Tüte dann drauf. Wird ein tolles Bild. Was ich nicht gesehen habe, war, dass er ein Che Guevara-Poster in der Tüte drin hatte. Warum auch immer. Und in dem Moment, in dem ich abgedrückt habe, ist das Poster von innen gegen die Tüte ein bisschen gedrückt und dadurch klar sichtbar. Also man sieht ja hier, wie es, sobald es ein paar Zentimeter von der Folie weg ist, unscharf wird. Und hier drückt sich genau sein Gesicht perfekt so in der Tüte ab. Es ist ein ganz leicht beschnittenes Bild, aber sonst wirklich das JPEG aus der Kamera raus, was ihr hier seht, mit dem Medardo-Rezept fotografiert. Der entscheidende Moment, kann man nur sagen. Ich habe zwei Bilder gemacht. Beim einen sieht man ihn nicht so deutlich, beim zweiten Bild sieht man ihn wunderbar. Und ich habe es natürlich erst hinterher gesehen, dass er in der Tüte drin war. Aber es ist ein Beweis dafür, dass man in der Street Photography im Prinzip keinen Moment unachtsam sein darf. Man muss immer bereit sein, Bilder zu machen. Und dann kriegt man auch mal Jay in der Tüte ab. Der Katze hier habe ich zugeschaut, wie sie in das Gebäude eingebrochen ist, also wie sie erst von außen hochgeklettert ist, sich dann hier irgendwie durchgezwängt hat. Dann hat sie gemerkt, meh, ich werde fotografiert, finde ich nicht gut. Und dann hat sie sich nach innen rein verdrückt. Und hier, ich habe es getestet tatsächlich, während sie hier so rumgestiegen ist. Der Tierautofokus erkennt die ganz wunderbar. Ich habe hier auch mal ein Bild mitgebracht von dem Hund, weil ich euch das mal kurz zeigen will, nämlich wie der Tierautofokus tatsächlich funktioniert. Ich schalte nochmal auf HDMI um. Jetzt solltet ihr eigentlich gleich die Kamera wieder sehen, genau, was die Kamera sieht. Ich bin im AFC-Modus. Ich wechsle in die Tiererkennung. Und jetzt drehe ich die Kamera einfach mal hier drauf. Und jetzt seht ihr, wie der Fokuspunkt an dem Hund dran bleibt. Klar, der Hund ist jetzt auf meinem Monitor, aber es ist ein kleiner Hund von mir weggedreht. Und ihr seht, der Fokus bleibt konsequent eigentlich an seinem Kopf dran. Und erkennt ihn auch. Also so ist die Erkennung. Mit grün ist es dann der Fokus. Das hat mich wirklich fasziniert, wie gut das funktioniert, wie gut es auch bei Tieren funktioniert, wo ich nicht mehr erwarten würde, dass sie sauber erkannt werden. Also schwarze Hunde, wo ja auch schwarze Augen haben, da erkennt die Kamera tatsächlich trotzdem die Augen. Also man merkt, dass die Objekterkennung nicht mehr nur auf der tatsächlichen Bildinformation beruht, sondern eben über die KI, die dahinter steckt, einfach weiß, wo sind an dem Tier die Augen, nämlich vorne am Kopf, und dann dorthin fokussiert. Das macht mehr scharfe Bilder. Vor allem, wenn man offenblendig arbeitet, wie hier, das mit 1.4 fotografiert, habe ich mehr scharfe Bilder am Ende. Und das war so ein kleines Demonstrationsbild, das ich einfach mal mitbringen wollte, um das mal zu zeigen. Die Boxschule mit den Jungs, super interessant. Er mit Kampfblick, wie er gerade versucht, seine Boxhandschuhe auszuziehen. Die Boxhandschuhe größer wie die Jungs gefühlt, also die sind definitiv für Erwachsene. Er konnte kaum noch die Arme heben, war aber tapfer und hat damit auch gekämpft mit den Boxhandschuhen. War auf jeden Fall super spannend, hier mal diesen Einblick zu kriegen. Alles immer noch mit dem Vedado-Rezept fotografiert. Also ihr seht, das eignet sich auch für Reportage. Ganz wunderbar. Die Szene muss es aber hergeben. Und hier fand ich diesen
rauen Look, den das Rezept hat, passt einfach perfekt in diese Boxschule rein, wo es auch also rau zugeht zum einen, aber auch ganz viel Textur eine Rolle spielt. Der Sandsack hier ist zum Beispiel aus Stoff. Der ist nicht wie bei uns aus irgendwie Leder oder Gummi oder sonst irgendwas, sondern also Kunststoffen. Der ist wirklich aus einem alten Teppich irgendwie zusammengeschraubt. Der raue Look lädt hier einfach ein. Malecon, klar, auch immer schön. Wir hatten das Glück, dann doch ein paar Angler zu erwischen, auch wenn das nicht mehr so viele sind, wie es schon mal waren, gefühlt. Havanna von oben, auch interessant. Wir waren in einem Apartmentgebäude drin, da sind wir im 10. Stock oben gewesen und hatten dann die Möglichkeit, hier oben mal von dem Balkon runter zu fotografieren. Das ist in Fusterlandia. José Fuster ist ein Künstler, der viel mit diesem Bruchkeramik arbeitet. Also was ihr hier in dem Bild seht, sind es Wassertürme, was hier oben drauf steht auf dem Gebäude. Hier unten sieht man so ein bisschen, wie Fusterlandia generell aussieht. Ich mache da noch ein Video dazu, keine Sorge. Aber er macht ganz viel mit dieser Bruchkeramik. Wir hatten das Glück, dass er auch da war. Wir haben ein kurzes Interview mit ihm auch gemacht. Und ich fand hier diese Viva Cuba auf dem Nebengebäude ganz schön. Haben wir das hier mitgenommen. Das ist nicht mehr mit dem Vedado-Rezept fotografiert, deswegen gehe ich da jetzt auch schon mal raus, will ja nicht vorgreifen. Das sind noch ein paar andere Bilder. Falls ihr noch Bilder sehen wollt, gerne in die Kommentare reinschreiben, freue ich mich immer drüber. Können wir gerne noch mal ein paar anschauen. Aber jetzt will ich wieder zur Kamera zurückkommen erstmal. Ich gehe hier mal zurück auf meine Notizen mit den Fragen und schaue auch noch mal gleich in den Chat rein, was ihr so für Fragen gestellt habt. Wo sind sie hier? Das sind die Insta-Fragen. Und hier sind meine YouTube-Chat-Fragen. Da muss ich nochmal kurz mein Fragezeichen auspacken und mal selbst danach filtern. So, was haben wir hier nochmal? Interessant, was Jan Aurel hier mitbringt. Insektenmotiverkennung. Ob eine Insektenerkennung kommt. Ich weiß, es gibt Menschen, die Insekten fotografieren. Ich fotografiere die Spinnen nur, wenn sie besonders groß sind und mich erschreckt haben. Ich kann mir vorstellen, dass da weiter dran gearbeitet wird. Da die komplette Motiverkennung Software ist und nicht Hardware, kann ich mir schon vorstellen, dass da in den nächsten Jahren noch was kommt. Ich meine, die fünfte Generation ist ja noch kein Jahr alt. Wann kam die XH2S raus? Ich glaube, noch kein Jahr alt im Moment. Von daher, da wird noch einiges kommen. Was kommt? Keine Ahnung. Ich glaube aber schon, man hat ja schon das erste Focus-Update jetzt für die XH2S gesehen, dass er den eh schon sehr guten Autofokus nochmal verbessert hat. Ich glaube, Fujifilm ist auf jeden Fall dran, auch das konstant weiterzuentwickeln. Das ist eine gute Frage von Charlie. Die längste Brennweite 50 mm. Hätte gerne mehr. Ist der interne Telekonverter eine brauchbare Alternative? Naja, der Telekonverter greift ja nur für die JPEGs. Wenn du JPEGs fotografierst, ist es wunderbar, mal eben auf Telemodus zu schalten. Also man kann mit 1,5 oder zweifacher Brennweitenverlängerung arbeiten, aber man verliert dadurch aber Auflösung. Man bekommt also nicht mehr eine 40 Megapixel JPEG-Datei am Ende raus. Es wird praktisch ein Ausschnitt aus dem Bild gemacht. Könnte man aber auch hinterher machen. Da es natürlich für die JPEGs verlustbehaftet ist, weil was das JPEG abgeschnitten hat, kriege ich nicht wieder, wäre ich vorsichtig, wenn ich nur JPEG fotografiere und dann mit dem Telekonverter arbeite. Wenn du sowieso RAW fotografierst zusätzlich, dann würde ich es gelten lassen, dann kann man mit dem Telekonverter ganz wunderbar arbeiten, hätte zur Not immer noch die RAW-Datei, die kann ich wiederum durch X-RAW Studio durchjagen und die JPEG-Dateien rausbekommen und die dann beschneiden nach Bedarf. Muss man für sich selbst entscheiden. Ich glaube, dass man ganz oft mit dem Telekonverter wunderbar dieses bisschen mehr ranholen kann, um schon das fertige Bild in der Kamera drin zu komponieren. So heißt es. Ansonsten kamen noch keine neuen Fragen rein. Kommentare schreibt ihr aber ganz, ganz fleißig. Da kann ich gar nicht über alle drüber gehen. Den hier sehe ich, den Kommentar. Ich seid aufs rote Ausrufezeichen ganz, finde ich sehr gut. Mehr Bilder, wir brauchen mehr Bilder. finde ich gut. Ich mag aber noch ein bisschen euch abholen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich habe so 2 Stunden mal eingeplant.
Und zwar gab es da ein paar Fragen, die über Insta reinkamen. Und zwar, die fand ich ganz interessant, weil das ist eine Frage, die ich mir auch ständig stelle. Was habt ihr auf euren Tasten gelegt? Also welche Funktionen habt ihr auf die Tasten eurer Kameras gelegt? Schreibt mir da gerne mal parallel in die Kommentare rein. Ich lese mir die hinterher auf jeden Fall alle durch. Es interessiert mich nicht brennend, wie andere Menschen ihre Kameras konfigurieren. Ich zeige euch mal eben, wie ich meine Kamera konfiguriert habe. Jetzt schalte ich wieder auf die Split View. Da passiert erstmal gar nichts. Jetzt sollte die andere Kamera wieder anspringen. Yeah, da ist er auch. Das komische Kabel hier weg. Und zwar hat ja eine X-T5 einige Tasten, die man sich frei belegen kann. Und ihr wolltet wissen, zweimal wurde es nachgefragt, was habe ich auf meinen Tasten? Und das will ich euch jetzt zeigen. Zum einen will ich euch einen Trick zeigen, wie ihr ganz schnell an die Einstellung für die Tasten rankommt, damit ihr die schnell verändern könnt. Und zwar, wenn ihr einfach ganz lange auf der Display-Back-Taste hier unten drauf bleibt, also ihr müsst nicht irgendwie über das Menü, Schraubenschlüssel, Button-Dial-Setting, Function-Settings, dann kommt ihr in dieses Menü rein, wo ihr einstellen könnt. Ihr könnt ganz einfach lange auf Display-Back drauf bleiben. Bumm, seid ihr in dem Menü schon drin. Und ihr könnt jetzt all die Tasten, die belegbar sind, anders belegen. Die Funktionstasten sind durchnummeriert, 6 Stück an der Zahl, wobei manche ja schon eigene Funktionen genau genommen haben. Hier oben die Taste ist für mich seit der XT1, glaube ich, oder XT2. Gott, die XT2 hatte es zuerst mal, seitdem ich die Taste habe, hatte überall die gleiche Funktion. Und zwar schaltet die Preview-Funktion in der Kamera aus oder ein. Ich zeige euch das mal eben. Die Belichtungsvorschau wird damit gesteuert. Wenn ich hier oben drauf drücke, kann ich die Belichtungsvorschau abschalten. Sprich, jetzt kann ich hier eine 8000 Sekunde reindrehen. Und ihr seht, mein Bild verändert sich im Prinzip gar nicht. Wenn ich die Belichtungsvorschau einschalte, wird es schwarz, weil es hier viel zu dunkel ist. Die habe ich hier oben drauf. Warum habe ich die da oben drauf? Einfach, weil ich manchmal keine Belichtungsvorschau möchte, sondern mehr sehen möchte. Gegenlichtsituationen können da manchmal so sein. Oder wenn ich mit Blitz arbeite. Das ist so ein bisschen die Taste, die ich im Studio habe. Sobald ich nicht mal mit Blitzen arbeite, habe ich oftmals Blende 8, eine 250. Sekunde dann zwar. ISO 250, lassen wir mal so. Und ihr seht, ja, meine Lichter hier erkennt sie noch so ein ganz kleines bisschen, aber man erkennt hier im Prinzip nichts mehr auf dem Display. Wenn ich die Belichtungsvorschau dann ausschalte, dann sehe ich wieder was. Sprich, ich sehe im Studio, wer eigentlich vor meiner Kamera steht. Und das kann ich mit dieser Belichtungsvorschau, ne, ist jetzt nicht so wirklich scharf, mit dieser Belichtungsvorschau ein- und ausschalten. Und das ist auf allen meinen Kameras hier oben eigentlich drauf. Oder alle Kameras, die mit Blitzen in Berührung kommen. Auf meiner X-Pro3 habe ich fast nie einen Blitz drauf. Deswegen habe ich da eine andere Funktion tatsächlich drauf. Aber es ist die Ausnahme. Zweitwichtigste Taste ist an allen Kameras auch gleich konfiguriert, einfach um Muscle Memory aufzubauen, damit ich es überall gleich habe. Und zwar die vordere Taste hier, die neben dem Objektiv ist, die sich, ja, sieht man das einigermaßen, hier drunter befindet. Wenn ihr die Kamera in die Hand nehmt, habt ihr hier normalerweise den Mittelfinger drauf liegen. Hier habe ich die Gesichtserkennung drauf liegen. Sprich, ich kann hiermit, ihr seht es hier unten, jetzt ist im Moment die ich kann ja mal ein bisschen reinzoomen vielleicht noch. Die Motiverkennung auf Tiere noch eingestellt. Wenn ich jetzt hier vorne drauf drücke, das seht ihr nicht, macht's boop. Und dann ist hier unten die Augen-Autoerkennung jetzt eingeschaltet. Ich kann sie hier boop, genauso wieder ausschalten. Jetzt ist keine Objekterkennung eingeschaltet. Mein Wunsch wäre, hallo Fujifilm, dass er die Funktion so einstellt, dass ich hier umschalten kann zwischen Gesichtserkennung, der eingestellten Objekterkennung und gar nichts. Warum habe ich hier vorne die Gesichtserkennung drauf? Das ist ein bisschen die Altlast von den älteren Kameras, weil die eine höhere Fehlerrate haben, was Gesichtserkennung angeht. Ihr seht es hier, also das Video mache ich mit meiner X-T3 und ihr seht, die verliert hin und wieder auch mal mein Gesicht, wenn ich hier meine Hand davor halte, weil meine Hand sehr viel heller ist. Und es macht manchmal einfach Sinn, die Gesichtserkennung auch abzuschalten, wenn sie vielleicht Gesichter erkennt, wo keine sind. Oder ich ein anderes Gesicht wählen will, das die Kamera nicht erkennt. Dann kann ich hier schnell diese Gesichtserkennung abschalten mit der Taste oder wieder einschalten. Ich habe es für die X-T5 genauso gelassen, einfach weil ich manchmal eben keine Gesichtserkennung will. Vielleicht will ich in der Szene nicht die Menschen fotografieren, sondern ein Objekt in der Szene fotografieren. Die Kamera beißt sich aber an den Gesichtern fest, noch mehr als meine anderen Kameras. Deswegen brauche ich das, um schnell mal die Gesichtserkennung abzuschalten.
Was sind die weiteren Tasten? Wir gehen da in das Menü für die Button-Einstellungen. Ich habe mir die vier Tasten hier außen rum auf dem Steuerkreuz mit eigenen Funktionen belegt. Und ich zeige euch mal eben, welche Funktion ich da drauf habe. Ich weiß, es gibt hier oben eine Playback-Taste, mit der ich die Bildnachschau einschalten kann. Dann sieht man zum Beispiel, dass ich einen HDMI-Adapter fotografiert habe. Cool! Ich habe aber meine linke Hand meistens am Objektiv und manchmal will ich eben doch schnell eine Bildnachschau machen. Deswegen habe ich mir auf der Taste nach hinten die Nachschau gelegt. Der Vorteil ist, wenn ich es auf der Taste habe, kann ich jetzt nochmal draufdrücken auf die gleiche Taste. Moment, ich schieße mal kurz ein paar unglaublich coole Bilder hier auf meinem Tisch. So, wenn ich jetzt also eine Kamera habe, jetzt will ich das letzte Bild anschauen, dann drücke ich hier drauf, will ich das Bild davor anschauen, war es ein bisschen dunkel hier vielleicht, ja gut, matt. Die Belichtungsvorschau ausgeschaltet, dann kann man natürlich nichts fotografieren, ich fotografiere mich trotzdem hier mal so ein bisschen durch, ein paar unglaublich schöne Aufnahmen von meinem Tisch, mach nochmal den HDMI-Adapter, so, jetzt haben wir auch ein paar Bilder fotografiert, um was erkennt. Das letzte Bild anschauen und ich bleibe auf der gleichen Taste drauf, drücke einfach nochmal mit dem Daumen durch und ich kann immer ein Bild weiter nach hinten durchzappen. Ich muss also nicht auf die Bildnachschau gehen und dann auf die Taste oder aufs Rad. Ich kann einfach auf einer Taste rumhämmern, um die letzten Bilder anzuschauen. Bei allen Kameras, die dieses D-Pad haben, ist hier die Funktion der Bildnachschau. Und es irritiert mich auch am allermeisten, wenn ich eine Kamera von jemand anderem in die Hand nehme und hier nicht in die Bildnachschau reinkomme. Das ist bei mir so fest mittlerweile drin, dass ich glaube, die Kamera wäre kaputt, wenn sie hier nicht in die Bildnachschau geht. Auf der unteren Taste habe ich die Wasserwaage. Ihr seht, ihr seht es nicht wirklich. Hier kann ich die Wasserwaage durchschalten. Ich nehme die Kamera mal hoch, drehe das Display nach oben. So. Kommt also erst die horizontale Wasserwaage dazu. Wenn ich nochmal drauf drücke, dann kommt auch die vertikale Wasserwaage und schaltet sich mit ein. Das ist einfach, ich habe einen grundsätzlichen Knick in der Optik, ich fotografiere immer leicht schräg. Deswegen ist für mich diese Wasserwaage, vor allem die horizontale Wasserwaage, einfach sehr hilfreich, um Bilder gerade hinzukriegen. Deswegen habe ich das auf einer Funktion drauf liegen, damit die jederzeit einschalten kann oder auch mal ausschalten kann, wenn sie mich dann nervt, weil es irgendwie genau da im Bild ist, wo ich was erkennen möchte. Auf der Taste nach rechts habe ich den Weißabgleich liegen. Da ich viel mit JPEG arbeite, muss ich natürlich den Weißabgleich oftmals auch selbst einstellen. Heißt, wenn ich in eine andere Lichtsituation reinkomme, will ich auf der Taste den Weißabgleich haben. Warum habe ich den auf der rechten Taste? Ähnlich wie mir Bild nachschauen. Ich drücke nach rechts, um in den Weißabgleich zu kommen. Drücke ich nochmal nach rechts, komme ich in den White Balance Shift rein, wo ich den Weißabgleich verschieben kann. Also ich muss nicht die Taste wechseln. Ich bleibe auf der gleichen Taste drauf, um weitere Funktionen aufzumachen oder weitere Bilder anzuschauen, je nachdem. Auf der Taste oben habe ich mir eine Funktion gelegt, die früher an der XT3 und an der XT2, die da drüben liegt, noch auf dem oberen Radkranz hier war. Hier ist jetzt die Umschaltung zwischen Filmmodus und Fotomodus. Hier war früher auf dem Kranz war früher die Belichtungsmessung, ob ich eine Multi, eine zentrierte oder die Spot oder die Durchschnittsmessung haben will. Ich bin ehrlich, die Taste verwende ich wohl am allerwenigsten, weil ich meistens in dieser Multimessung drin bin und nur ganz selten mal noch in die Spotmessung gehe. Aber das sind wirklich, also im, ja, 1-2% meiner Bilder, die ich schieße, brauche ich eine andere Messmethode für die Belichtung. Liegt hier drauf. All die vier Tasten könnt ihr euch, wenn ihr lange auf dem Display-Back-Button drauf bleibt, hier einstellen. Das sind die F3, F4, F5 und F6. Es gibt nur die Funktion für den Touch-Display, dass ich durch Wischgesten auf dem Touch-Display auch was umschalten kann. Ihr seht, hier ist zum Beispiel das Histogramm drin. Als einziges, wenn ich nach oben wische, kommt das Histogramm. Die anderen habe ich rausgenommen, weil ich das Touch-Display gar nicht so wirklich verwende. Das ist eher so ein Ausversehen aktivieren und mit dem Histogramm mache ich nichts kaputt. Ich sehe halt ein Histogramm, deswegen habe ich das als einziges da drin gelassen. Was ich mir dann noch einstellen kann, ist der AEL und der AF-On Button, was hier hinterlegt sein soll. Auf dem AEL, also auf dem Belichtungslock, habe ich nur Belichtungslock, das ist auch die Standardeinstellung. Auf dem AF-On-Button habe ich eben den AF-On. Sprich, dass ich, wenn ich im manuellen Fokusmodus bin, ich habe jetzt vorne auf manuell umgeschalten. Ihr seht es vielleicht ein klein wenig, wobei ich könnte euch einfach mal wieder den HDMI-Stecker hier reinmachen, dann seht ihr natürlich mehr. Sekunde. Wir schalten dazu hier mal um. Jetzt seht ihr vermutlich nur ein halbes Bild. Ja, das ist natürlich
kompletter Käse so. Wo ist HDMI? Hier. So. Jetzt seht ihr quasi den Blick durch meine Kamera durch. Ich bin jetzt im manuellen Fokusmodus. Ihr seht, ich habe im Einzelfokus, Continuous Focus. Fokus klebt fest. Und so haben wir den manuellen Fokus. Und ihr seht, dass ich im manuellen Fokus habe ich mir hier auch die Vergrößerung, die 100% Vergrößerung rechts eingeblendet, dass wenn ich fokussiere, ich dort auch sehen kann, über das Focus Highlighting oder das Peak Highlighting, was ist denn tatsächlich scharf. Und ich habe auch eine Ausschnittsvergrößerung aus dem Gesamtbild raus. Und der Charme ist an dieser AF-On-Taste hier oben, im manuellen Modus, ich drehe mal den Fokus ganz zu mir her, jetzt ist alles sehr, sehr unscharf, wenn ich jetzt auf den AF-On drücke, habe ich wieder einen Fokus. Ich kann also über die AF-On-Taste auch im manuellen Fokus jederzeit nachfokussieren. Hier drüben steht irgendwo, hier ist ein Stück Klebeband auf meinem Tisch, kann ich ihn fokussieren. Mein HDMI-Adapter kann ich anfokussieren, mach ein bisschen heller, dann sieht man auch was. Bumm, drehe den Fokus wieder in irgendeine andere Richtung, mach das Bild unscharf. Und ohne, dass ich jetzt vorne am Objektiv drehen müsste, kann ich über die AF-On-Taste einfach schnapp per manuellem Fokus da drauf gehen. Das verwende ich ganz oft, wenn ich Street mache zum Beispiel. Dann gehe ich nämlich oftmals auf Blende 8, mache keine Ahnung, eine 250stel oder sowas. Jetzt müsste man sich vorstellen, hier wäre brutale Sonne gerade. Ich drehe es mal nach oben in mein Licht rein. Und dann kann ich einfach den entweder Fokusring selbst den Fokus steuern oder wenn ich schnell reagieren muss, kann ich über die AF-On-Taste einfach kurz auf irgendwas fokussieren. Deswegen habe ich mir hier den AF-On auch so behalten. Der eine oder die andere kennt es vielleicht auch als Backbutton-Fokus. So verwenden es ja ganz, ganz viele, dass sie gar nicht über den Auslöseknopf oben fokussieren, sondern nur über den AF-On-Button hinten fokussieren. Meiner Meinung nach ist best of both worlds, wenn ich in den manuellen Fokus gehe, habe ich manuellen Fokus und Backbutton-Fokus, wenn ich es denn möchte. Deswegen habe ich auch die Funktion hier nach wie vor drauf liegen. So, jetzt gehe ich wieder in AFC, sonst fotografiere ich morgen nur Müll. So, was haben wir sonst noch an Custom-Button-Belegung? Gehen wir hier mal runter, bei drei Seiten wird da noch was dabei sein. Das rückwärtige Rad, klar, da ist die Vergrößerung drin, wenn ich hier drauf tippe, zoome ich ins Bild rein. Gerade bei manuellem Fokussieren interessant oder wenn ich in der Nachschau bin. Q ist Q, Schnellmenü, das macht keinen Sinn, anders zu belegen. Wo ich gerade mit mir selbst kämpfe, ist der View-Mode-Button oben. Ich stelle den View-Mode nie um. War auch eine Frage, wie ich den eingestellt habe, deswegen kann ich es an der Stelle vielleicht beantworten. Bei mir ist es so, ihr seht ja die Kamera gerade von hinten, das Display ist immer an. Und sobald mein Auge an die Kamera rangeht, schaltet es auf den elektronischen Sucher oben drin um. Wenn ich weggehe, kommt das Display unten. Das ist genauso, wie ich die Kamera verwenden will. Wenn ich sie in der Hand habe und irgendwie durch die Gegend renne, kann ich über das Display fotografieren. Sobald ich aber sie ans Auge bringe, kann ich dann über den Sucher fotografieren. Sprich, ich schalte es hier oben nie um. Früher habe ich hier oben oft umgeschaltet, dass es nur der elektronische Sucher oder nur das Display ist. Zum Teil aus Stromspargründen, weil das Display einfach abgeschaltet haben wollte. Ich muss aber sagen, seitdem die neuen Akkus seit der XT4 drin sind und die XT5 ist noch sparsamer mit den Akkus, Strom sparen ist kein Grund für irgendwas. Deswegen habe ich es immer so eingestellt. Ich schalte die Kamera einfach nach Bedarf aus, wenn sie Strom sparen soll. Spart sie nicht den meisten Strom und brauche deswegen eigentlich diesen View-Mode-Button hier oben nicht. Wenn ich überlege die ganze Zeit, was könnte ich mir hier oben drauflegen. Ich tendiere ein bisschen dazu, hier die Objekterkennung draufzulegen, weil ich die Kamera eben oft auch im Privaten dabei habe und hin und wieder mal die Lila fotografieren will, mein Hund. Und dann wäre die Objekterkennung für Tiere gut. Hier gibt es eine Rückfrage. Das ist sehr gut. Danke dir, Max, für diese Rückfrage. Wie stellt man ein, dass man beide Bilder im manuellen Fokus hat? Also das vergrößerte Bild und das kleinere Bild. Und zwar, wir gehen ins Menü rein. Zusammen. So, ich gucke, dass ihr die Kamera hier auch sehen könnt oder das Menü sehen könnt. Wir gehen in den Screen Setup und jetzt, hoffentlich lüge ich jetzt nicht. Hier gibt es die Einstellung, ich muss hier auf der Kamera schauen, drüben sehe ich nichts. Das Dual Display Setting. Hier wird dann praktisch beides angezeigt. Ich kann wählen, wie rum es angezeigt wird. Also, Moment, gehen wir mal in den manuellen Fokus. Jetzt habe ich quasi, es ist genau andersrum wie vorher. Moment, Blende 8 und der Stream lacht. Jetzt sehe ich quasi im Großen, ihr seht gar nichts. Jetzt habe ich im Großen
Das große Bild ist jetzt die Vergrößerung und im kleinen Bild sehe ich das Gesamtbild. Das ist mir aber viel zu verwirrend. Ich will mein Bild sauber komponieren, deswegen habe ich das tatsächlich so gestaltet, dass im Kleinen die Vergrößerung drin ist. Wo schalte ich ein, dass es so ist? Das ist, glaube ich, im Fokusmenü. Moment, kann die Kamera auch hinlegen, dass ihr was erkennen könnt. Oder ist es Standardeinstellung? MF Assist? Nee, das ist Highlighting. Das hat mich erwischt. Wo stellt man das ein, dass es so ist? Fokuspunkte. Ich bin im MF-Modus. Nee, das ist irgendwo in Bildschirm, in den Screen-Settings drin, meine ich. Gehen wir es mal von oben durch. View-Mode. Nee. Oder? Nee. Nee, damit hat es nichts zu tun. Ist es immer so? Nee, kann nicht sein. Es gibt den auch ohne. Wie kann ich das abschalten? Fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder die Bedienungsanleitung. man kann es einschalten. Das können nicht alle Kameras, das muss man vielleicht dazu sagen. Das kam erst irgendwann dazu. Die X-Pro3 kann es zum Beispiel nicht. Das habe ich in Kuba eigentlich auch feststellen müssen, weil Kai war total begeistert von der Funktion. Dann haben wir sie nämlich nirgendwo gefunden auf seiner X-Pro3. Deswegen überlege ich gerade, ob es tatsächlich einfach die Standardeinstellung ist und man es gar nicht ändern kann. Man kann sie drehen, ja, aber kann ich sie auch hier, schreibt gerade jemand unter Fokus Hilfen. Ich meine auch, dass es irgendwo hier noch MF Assist, nee, digitales Mikroprisma, nee. Da kann ich es abschalten, aber wenn ich jetzt, dann bleibt der Bildschirm trotzdem so. Ja, jetzt hat gerade jemand geschrieben. Genau, ich kann es auch mit der Display-Back-Taste machen. Danke. Jetzt bin ich auch drauf gekommen. Über die Display-Back-Taste könnt ihr umstellen, was hinten auf dem Display tatsächlich angezeigt wird oder im Sucher. Und hier könnt ihr umschalten zwischen dieser Split-Ansicht, dass ihr das große und das kleine Bild habt. Drückt ihr nochmal drauf, habt ihr nur das große Bild. Nochmal drauf ist, glaube ich, nur die Vergrößerung. Nee, nur das Gesamtbild. Oder eben dieser Info-Bildschirm, den also ich noch nie verwendet habe. Display-Back-Taste ist es. Danke für den Hinweis. Bin auf dem Schlauch gestanden gerade. Und wie es aussehen soll, könnt ihr dann in den Menüs einstellen. Genau, es muss MF sein. Ja, ihr habt es alle rausgefunden. Danke. Ich brauche euch, die Community, ihr seht. Wunderbar. Da gab es noch eine Frage gerade eben, glaube ich, auch irgendwo. Habe ich eine Frage gesehen? Ah, hier. Auf Kohle geboren. Wäre Zoom ich für Reisen empfehlen könnte, was auch die X-T5, die Auflösung der X-T5 unterstützt. Tue ich mir schwer mit generellen Empfehlungen, was Objektive angeht. Ich habe das 16-55, mit dem kann man wunderbar arbeiten. Das ist aber auch groß und schwer. Also für Reisen ist es ein bisschen in Frage zu stellen. Ich bin ehrlich, das 18-55, was ich hier gerade auf meiner X-T4 drauf habe, ich weiß nicht, ob es die 40 Megapixel voll unterstützt. Müsste man in der Liste nachschauen. Ich finde, das ist aber ein sehr, sehr tolles Reisezoom tatsächlich, weil es klein und leicht ist. Und ich finde es gestochen scharf. Es hat einen zusätzlichen Bildstabilisator drin. Hat nicht die größte Offenblende. Okay, je nachdem, wo du hingehst, wenn du viel Landschaft zum Beispiel machst, ist es aber vielleicht gar nicht so das Thema. Deswegen finde ich das eigentlich ein ganz geeignetes Reisezoom tatsächlich. So, dann gehe ich nochmal drüber. Genau, ich gehe mal auf so nochmal eine Frage eigentlich hier im über E-Mail kam die, glaube ich, rein. Man hat gerade eben schon die Custom Settings und zwar das Schnellmenü, will ich mal noch kurz mit euch anschauen, was ich da drin habe. Und das ist nämlich relativ schnell erklärt und auch ziemlich unspannend. Ich habe das, glaube ich, ziemlich in den Standardeinstellungen.
Ich habe hier, also ihr könnt das Schnellmenü konfigurieren, falls ihr das nicht wusstet. Und zwar, indem ihr lange oben auf der Taste Q drauf bleibt, solange ihr im Fotomodus seid, quasi, also wenn die Kamera auf Bereitschaft ist. Dann kommt so auch das Quick-Menü, aber ihr könnt die einzelnen Punkte jetzt hier verändern. Ich habe hier unten zum Beispiel einen Self-Timer drin. Ich glaube, der ist nicht standardmäßig mehr drin. Ihr könntet hier jetzt aber auch, keine Ahnung, was können wir drauflegen, Lustiges, was mich ab morgen jeden Tag aufregt, bis ich es wieder ändere. Das haben wir hier schon. Die AFC Custom Settings, das ist immer spannend. Wenn ich jetzt auf Q drücke, kann ich hier unten zwischen den Custom Settings umschalten. Also wenn ich Sportfotograf bin und tatsächlich mehrere Settings benötige, kann ich das hier unten über das Quick Menü ansteuern. Ich gebe da lange drauf, mache schnell wieder einen Selbstauslöser rein. Der Selbstauslöser ist bei mir deshalb reingerutscht, weil ich mich hin und wieder mal mich und meine Familie selbst fotografiere über den Selbstauslöser. Deswegen habe ich den hier im Quick-Menü drin. Ansonsten, das Quick-Menü ist bei mir so ein bisschen das Menü, in dem ich einfach die Einstellung eher prüfe. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier oben zwischen den Custom Settings umschalte und ich gehe auf mein Reporter-Rezept, könnte ich hier einfach die Gradationskurve ändern, ich könnte die Farbigkeit anpassen. Das kann ich alles im Quick-Menü machen. Das Quick-Menü war früher für mich der Weg zu den JPEG-Rezepten, deswegen ist es auch größtenteils so geblieben, wie es einfach an den Kameras, wie es an den alten Kameras war. Ich habe hier nie großartig was anderes eingestellt. Ich merke nur, dass ich mir mein C2 komplett verstellt habe. Ich habe hier zum Beispiel auch die Belichtungsmessung nochmal mit drin. Also ich habe die auf der Taste drauf, aber hier auch ist ja auch nochmal mit drin. Bisschen redundant, aber ist beides da. So, Andreas hat nachgeschaut, es unterstützt wohl nicht die vollen 40 Megapixel, aber dir tut es das auch, mit ein bisschen Abblenden ist es ja meistens schon getan, danke für die Recherche. Da scheinen wohl nicht die 40 Megapixel voll zu unterstützen. Ich habe jetzt ja ein paar Objektive dran gehabt an der X-T5, die nicht die volle Auflösung der X-T5 unterstützen. Ja, man sieht's. Tatsächlich ist es aber so, dass durch Abblenden das dann sofort knackscharf wird, über den gesamten Bereich auch wieder. Und es ist tatsächlich so, dass manche Objektive eben nicht in allen Bereichen scharf, so scharf sind, wie sie sein könnten bei 40 Megapixel. Ist schade, aber kann ich verstehen. Also die Objektive sind damals alle gebaut worden für 16 Megapixel. Also sicherlich schon mit dem Hinblick auf 24 und 26 Megapixel, aber damals war die erste Generation war noch mit 16 Megapixel ausgestattet und 40 Megapixel natürlich schon ein großer Sprung. Macht Objektive auch teurer, wenn sie die Auflösung unterstützen sollen. Ihr dürft gerne weiter Fragen stellen hier natürlich. Ich nehme noch mal eine raus hier, bevor wir uns gleich noch mal ein paar Bilder anschauen zum Abschluss. die Energieverwaltung. Ich hatte das vorhin schon mal kurz angesprochen, dass ich kein Energiesparer bin, wenn es um meine Kamera geht. Ich spare manuell meine Energie ein. Ich gehe mal in die im Schraubenschlüsselmenü, Setup-Menü, das Power-Management. Da gibt es einige Verwirrungen um diesen Power-Management-Punkt, den ich immer wieder sehe. Ich sehe immer wieder Leute, die sich ihre Kamera einstellen, dass sie nach 15 Sekunden ausgeht, um Strom zu sparen, dass sie im Echo-Modus arbeiten und die Bildrate vom Display sie vielleicht sogar noch so verstellen, dass eben keine schnelle Bildwiederholung da ist, sondern eher Lowlight, was, glaube ich, oder ich glaube, Resolution Priority ist, glaube ich, die stromsparendste Variante, wenn ich es richtig weiß. Egal. Der Punkt ist eigentlich der, dass viele Leute in diesem Economy-Modus arbeiten, eben die Kamera den scheinbar geringsten Stromverbrauch hat. Hat sie auch, das ist nicht gelogen, aber sie hat auch die geringste Leistung. Ihr schaltet hier nicht irgendwie einen magischen Wert um und einen Widerstand irgendwie in der Kamera, damit die einfach nur weniger Strom verbraucht. Das kommt auch, ist auch mit Kosten verbunden, und zwar mit der Performance. Das wird hier, ich meine, es steht zwar dran, Performance, man glaubt aber ein bisschen, dass es nur um Stromsparen geht. Die beste Objekterkennung, den schnellsten Autofokus, die beste Bildwiederholrate kriegt ihr nur im Boost-Modus. Und deswegen ist für mich keine Alternative, auf den Economy-Modus zu schalten. Könnte ich damit ein bisschen mehr Energie aus meiner Kamera rausquetschen und ein paar mehr Bilder rausquetschen? Ja, könnte ich. Aber ich kann mir auch einfach noch mal ein paar extra Akkus in die Tasche reinlegen. Da habe ich das Problem auch erledigt. Klar, der Akku ist irgendwann mal leer und ich muss ihn wechseln. Aber nur, wenn ich 200 Bilder mehr machen könnte damit, müsste ich ihn auch irgendwann wechseln. Deswegen, Economy macht für mich keinen Sinn. Für mich bleibt die Kamera immer im höchsten Leistungsmodus einfach. Weil das ist, was ich von der Kamera am Ende haben will.
das automatische Abschalten hängt ein bisschen davon ab, was ich tatsächlich fotografiere. Wenn ich so Sachen habe, wo ich viel warte, also wenn ich Events fotografiere, vorne spricht jemand jetzt eine halbe Stunde und ich sitze irgendwie mit meinem Tele hinten in der Ecke und warte halt, bis eine coole Handbewegung mal passiert, da habe ich es dann oftmals wirklich auf 5 Minuten eingestellt, damit die Kamera immer anbleibt. Ansonsten ist es meistens bei einer Minute oder so, dann kann die Kamera auch meistens abschalten, sollte ich mal vergessen, sie abzuschalten. Ich habe es mir angewöhnt, Muscle Memory, sobald ich die Kamera vom Auge wegnehme und hängen lasse am Gurt, gehe ich vorne auf den Schalter und schalte sie entsprechend aus und ein. Meistens Strom spart sie nicht, wenn sie aus ist tatsächlich. Und sobald ich nach meiner Kamera greife, schalte ich sie ein. Also sobald ich die Kamera vom Gurt herziehe, ist meine erste Handbewegung, Zeigefinger oben die Kamera einzuschalten. Ich liebe das, dass der Ein- und Ausschalter hier vorne am Auslöser dran ist. Auch da, ich habe den Finger schon an der richtigen Stelle einschalten und direkt das erste Bild machen. Ja, hier zum Stromsparen. Stefan hat gerade einen schönen Kommentar geschrieben. Strom ist mir wurscht. Heute 550 mit einem Akku. Mit einem Akku-Strich gemacht, nicht mit einem Akku. Und das ist nämlich das, was ich auch feststelle. Ich glaube, geratet ist ja auf 600 nochmal was Bilder. Und es ist eine sehr konservative Rating, die Fujifilm da angibt. Ich komme regelmäßig auf weit über 1000 Bilder mit meiner Kamera. Also Stromsparen über Leistungsreduktion finde ich eigentlich keine Option. Die Akkus sind so gut, der Stromverbrauch, das Energiemanagement der Kamera ist so gut, dass es eigentlich keine Option mehr ist, in den Economy-Modus zu gehen. Auf Kohle geboren schreibt gerade nochmal das Belichtungskorrekturrad hier oben, locker. Meine Kamera flippt komplett aus, wie ich eine Brille trage, sehe ich gerade. Ich tue mir schwer, das mit einem Daumen zu drehen. Wenn es wirklich aus dem C-Modus kriege ich es mit dem Daumen fast nicht raus. Wenn es bei dir so locker ist, dass es sich zu leicht verstellen lässt, also da muss ich schon richtig rangreifen, um es aus dem C-Modus rauszukriegen. Im anderen, klar, zwischen den Belichtungsstufen, da lässt sich es leichter drehen. Das ist ja auch Absicht. So sind die Widerstände, sage ich mal, innen gewählt, mechanisch, dass es da leichter geht. Das sollte aber, glaube ich, nicht der Fall sein. Also vergleich es vielleicht mal, geh in den Laden, lass dir eine X-T5 in die Hand drücken, vergleich es mit einer anderen. Wenn deine zu leicht geht, musst du zum Service, dann ist sehr wahrscheinlich hier das Rad nicht hundertprozentig oder so. Aber wie gesagt, bei mir, ich habe das Problem nicht, dass es sich zu leicht verstellt. Bei anderen Kameras habe ich es eher. Meine X-Pro3 zum Beispiel ist sehr leichtgängig. Das sind aber alle X-Pro3s an der Stelle. Deswegen will ich für meine X-Pro3 hier eigentlich auch eine Verriegelung tatsächlich haben. Genau. Was haben wir noch? Fragen hier? Keine mehr. Ich gucke mal hier in die Insta-Fragen noch rein. Ja, es gab eine Frage zur Helligkeit und zum elektronischen Sucher, was ich mir da einstelle, was Display und elektronischen Sucher angeht. Ich habe tatsächlich die Standard-Einstellung. Wo war das? Das ist bei Screen Settings drin. EVF Brightness und LCD Brightness. LCD ist auf 0. EVF ist auf Automatik. Man kann ja die Automatik um einen Wert nach oben und unten korrigieren. Ich finde es fehleranfällig, die Displays heller zu stellen. Dann läuft dann noch mehr Gefahr, dass man Bilder unterbelichtet, weil das Display dich ja so anleuchtet in deiner Kamera und du mehr, also ein helleres Bild wahrnimmst, als du tatsächlich fotografierst. Deswegen bin ich immer auf der Standardeinstellung. Wenn ich jetzt in super sonnigen Bereichen unterwegs bin, dann macht es manchmal Sinn, das LCD hinten heller einzustellen, damit du einfach was sehen kannst im prallen Sonnenlicht. Das frisst natürlich aber auch richtig Strom dann irgendwann. Deswegen bin ich da immer auf 0. Ah, guck mal. Der Frank Fischer hat sich auch eingefunden. Hallo Frank, schön, dass du auch da bist. Freut mich. Das war noch zum Helligkeit. Was gab es da noch so für Fragen? Genau, Energie-Leistungseinstellungen. Das hat man, glaube ich. Hier ist noch eine interessante Frage von Markus. Warum kein Soft-Release-Button? Was ist ein Soft-Release-Button? Soft-Release-Buttons sind diese Knöpfe, die ich hier oben in meinen Auslöser reinschrauben kann, in meinen Auslöseknopf reinschrauben kann, damit der ein bisschen treffbarer wird, griffiger wird und sich vielleicht auch ein bisschen besser anfühlt in mancherlei Hinsicht. Hatte ich früher immer dran. Ihr habt bestimmt Bilder von mir noch und nöcher gesehen. Ich hatte hier oben hölzerne Soft-Release-Buttons drin. Ich habe hier ein paar rote Soft-Release-Buttons, die ich hier rumliegen habe.
der Grund für mich, diese Soft-Release-Buttons zu verwenden, war A, klar, trifft ihn besser, den Auslöser. Und ich fotografiere oftmals so mit dem Daumen auf der Kamera. Und da finde ich die Soft-Release-Buttons tatsächlich wesentlich griffiger. Weil hier ist es mit dem Daumen, mit dem großen Daumen manchmal schwer, den Auslöser wirklich durchzudrücken. Da helfen die Soft-Release-Buttons. Ich habe seit meiner X-T4 tatsächlich keine Soft-Release-Buttons mehr dran. Hintergrund ist der, ich habe mir an meiner X-T2 wohlgemerkt damals noch, den Shutter einmal abgerissen, weil ich sie so dumm in die Tasche reingesteckt habe, der quasi am Soft-Release hängen blieb an der Tasche und ich die Kamera reingedrückt habe, so lange bis der Knopf mir entgegenkam. Das sollte nicht sein. Aber ist klar, ich baue damit eigentlich natürlich einfach einen Hebel auf, mit dem ich den Button weiter raushebeln kann. Das ist nicht eine Sollbruchstelle, aber es ist ein Risiko für den Auslöser. Deswegen habe ich keine Soft-Release-Buttons mehr dran. Ich vermisse das Gefühl, bin ich ehrlich. Ich hätte sie gerne wieder dran, aber ist mir zu heikel geworden. Also wenn ich eine zweite X-T5 habe, mache ich vielleicht wieder einen hin. Dann kann ich immer noch mal eine in die Reparatur schicken, falls ich sie dann mal zerlege dadurch. Deswegen habe ich im Moment keine mehr dran. Frank sagt, ich sehe gut aus. Kuba scheint mir gut getan zu haben. Ich habe auf jeden Fall abgenommen in Kuba, das kann ich sagen. Ich habe mich viel bewegt und wenig gegessen. Genau. Ralf hat noch eine Frage gestellt, genau, ob der Tierautofokus bei der Studiomaus funktioniert, damit meint er die Lila. Ja, funktioniert wunderbar. Also nochmal, die Objekterkennung, was Tiere angeht, funktioniert hervorragend. Ich habe Hunde damit fotografiert, Katzen damit fotografiert, schwarze Katzen, schwarze Hunde, Kühe, die hier so eine ganze Wuschelfrisur vor den Augen hatten, wo ich keine Augen gesehen habe, die Kamera aber wusste, aha, da sind die Augen und da entsprechend hinfokussiert hat. Der funktioniert wirklich extrem gut mit Tieren, genauso mit Menschen. Deswegen, man kann eigentlich nicht mehr von einer Gesichtserkennung sprechen, auch wenn es noch so heißt. Es ist eigentlich eine Menschenerkennung, weil, also wenn ich jetzt hier, ihr seht jetzt gerade, ihr blickt durch eine X-T3 auf mich drauf und ihr seht, dass die hin und wieder schon kämpft durch Bart und Haare und dann verliert sie den Autofokus. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Auge abdecke, findet die mein Gesicht nicht mehr. Ihr seht, die hat keine Chance, mein Gesicht zu finden, weil einfach zu wenig Gesicht übrig ist. Die X-T5 würde das wesentlich besser lösen. Kann ich jetzt nicht demonstrieren, aber die X-T5 erkennt Menschen primär, dann den Kopf, dann das Gesicht, dann die Augen. Wenn die Augen nicht mehr sichtbar sind, Sonnenbrille, dann erkennt sie immer noch den Kopf und stellt auf den scharf. Wenn der Kopf sich wegdreht und ich nur noch einen Hinterkopf habe, bleibt der Hinterkopf scharf. Wenn ich dann eine Mütze drüber ziehe, eine große, dann bleibt der ganze Mensch scharf. Und das ist eine richtig geile Funktion, anders kann man es nicht sagen. Dass ich immer an den Menschen dran kleben bleiben kann, im AFC-Modus. Er schaltet also nach und nach immer weiter quasi, was er als Fokusobjekt akzeptiert, nämlich irgendwann den ganzen Menschenkörper einfach. Ist super. Du bleibst nicht an dem dran, was du eigentlich fokussiert haben willst, auch wenn du das Gesicht verloren hast. Ältere Kameras, wie die X-T3 hier, die X-T4, haben da keine Chance. Das war da einfach nicht gut genug. Das AF-Tracking gegenüber der X-E4. Welten. Anders kann man es nicht sagen. Die X-T4 ist eine gute, moderne Kamera, keine Frage. Das Tracking an der X-T5 ist ganz klar besser. Da stellt sich keine Frage. Noch besser wäre es dann an der XH2S, aber da ging die Frage ja nicht hin. Sven hat auch das Problem, ist interessant, dass ihr das Problem mit dem Rad hier oben unter dem ISO-Dial, mit dem Radkranz hier, das geht auch da. Ich finde es eigentlich angenehm schwer, es zu verstellen. Ich habe es zugegebenermaßen meistens im im S-Modus, dann ist auch das hier vorne dran sicherlich am geschütztesten. Ich kann mir natürlich vorstellen, wenn man es hier außen hat, dass man es dann eher mal verstellt. Hier ist es wohl am geschütztesten. Das wäre im Bracketing-Modus, den braucht niemand. Nee, kann ich nicht bestätigen. Hängt aber sicherlich auch von euren Taschen ab. Also du hast geschrieben, es ist in deiner Tasche, stellt sich es manchmal um. Dann hängt es davon ab, wie es in die Tasche reinpackt. Ich stelle die Kamera von oben rein, sprich, das Ding hier berührt eigentlich gar nicht irgendwas. Was ich gemerkt habe an manchen Kameras, dass der Fehler gar nicht die Tasche ist, sondern wie ich danach greife. Bei der X-Pro3 ist es zum Beispiel so, wenn ich in die Tasche reingreife, dann greife ich mit dem Daumen hier drauf und in der Handbewegung treffe ich das Rad für die Belichtungskorrektur und verstelle selber. Also nicht die Tasche, die es verstellt, sondern ich verstelle selber aus Versehen das Belichtungskorrekturrad. Also
Wenn du mit der linken Hand nach der Kamera greifst, könnte ich mir vorstellen, wenn du sie so rausnimmst, ich greife wirklich nur so unter die Kamera drunter, dass ich sie auch gleich bereit habe. So komme ich in meine Taschen mit der Hand rein. So, genau, ganz wichtig, Andi, Like nicht vergessen, Abo dalassen. Es gibt nächste Woche übrigens wieder einen Livestream, da mag ich noch kurz darauf hinweisen. Nächste Woche gibt es weniger Technik, nächste Woche geht es um Methodik in der Fotografie. Die Einschaltzahlen sinken in die Tiefe dadurch. Methodik ist wichtig. Technik ist schön und gut, aber glaubt mir, wie ihr fotografiert, ist viel wichtiger als mit was ihr fotografiert. Nächste Woche Dienstag um 7 schon geht es mit Kai drum, wie ihr kleine Reportagen fotografiert könnt. Einfach, wenn die Situation sich ergibt, nicht einen Schnappschuss zu machen, sondern eine kleine Bildstrecke aus einer Handvoll Bildern zu machen und damit tolle Geschichten zu erzählen. Nächste Woche Dienstag um 7 Abo dalassen, hier drüben, unten, dann werdet ihr auch informiert, wenn das Video online geht und könnt es euch dann schon mal vormerken. Würde mich freuen, wenn wir so viele Zuschauerinnen und Zuschauer auch da bei dem Video nochmal kriegen. Da werden wir über Methodik sprechen. Keine Sorge, Kai fotografiert auch mit Fujifilm und ich glaube, nach den 3 Wochen Kuba ist er jetzt so weit, dass er die X-Pro3 in Rente schickt und vielleicht auf eine X-T5 umsteigt. Gerade eben kam hier noch eine Frage von Max zu meinem Display. Keine Kratzer, nur Fettschmierer. Ich habe fies, fettige Finger und wenn ich die Kamera mit dem Tuch abwische, dann ist alles wieder gut. So. Dann gibt es noch ein paar andere Fragen. Moment hier. Kann ich auch dann keine Blendeverschluss an ISO auf den Custom-Plätzen ablegen, wenn die Einstellräder auf A sind? Manche Einstellräder gehen auch auf C. Wir testen es einfach mal. Dafür sind wir ja da. Dafür ist es ein Livestream. Wir packen mal das Custom Setting 7 an. So, wir gehen nochmal ins Menü. Moment, wollt ihr auch was sehen? Wir gehen ins Menü. In die Bildqualitätseinstellungen, Image Quality Settings, Edit Custom Setting, Create New. Wir machen die Nummer 7 auf, verändern mal gar nichts dran. Wir gehen aber mal in den normalen Fokusmodus. Wir drehen hier oben nicht auf A bei der ISO, sondern auf C. C heißt, ich kann es jetzt hier mit dem vorderen Command Dial ändern. Das war gerade eben im Chat auch schon aufgetaucht. Wenn ich jetzt hier vorne auf das Rad drauf tippe, ihr seht nicht, dass ich hier drauf tippe, aber wenn ihr hier auf die ISO achtet, boop, jetzt kommt mir das kleine Icon, dieser Halbkreis. Das heißt, jetzt kann ich die ISO hier vorne auf dem Rad verstellen und eben nicht mehr oben auf dem Hardware-Rad. Wenn ich nochmal drauf tippe, könnte ich die Blende verstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel die Blende auf A drehe und nicht Automatik wähle, sondern, und das ist glaube ich wieder in den Button Dial Settings, das, was soll passieren? Aperturing ist nicht Auto, sondern Command. Jetzt kann ich durch Antippen hier vorne auch die Blende ändern. Ihr seht, der Halbmond, wenn ich hier drauf tippe, wandert er, ist weg, ist dann nicht bei der Belichtungskorrektur. Bei der ISO oder bei der Blende. Jetzt kann ich die Blende hier vorne über das Command Dial ändern. Und jetzt stellt die mal auf 8 ein. Die ISO auf, keine Ahnung, was völlig Wirres, auf 10.000. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Weil ich vom Custom Setting, ich bin in Custom Setting 2, das habe ich ja toll hingekriegt. Jetzt gehen wir mal in Custom Setting 7 rein. Und ist immer noch gleich eingestellt. Also hat keinen Einfluss auf die Custom Settings. Wenn ich hier jetzt was anderes einstelle, dann will auf 2G, Custom Setting 2, nee, bleibt bei 3,2 die Blende. Kann es also nicht in den Custom Settings hinterlegen, wie es bei einer XH2, XH2S oder der GFX 100S oder GFX 50S Mark II. Also alle mit PASM-Wahlrad. Wie ich es da machen kann, geht leider nicht. Wäre cool, wenn man es da noch hin optimieren könnte, aber ja, stellen sich ein paar Fragen. Also das C-Setting ist eigentlich das Interessante, was ich dann überall bräuchte, dass ich das quasi komplett abgeben kann. Negiert dann aber natürlich auch den Vorteil der Einstellmöglichkeiten, wie ich es an der XT eigentlich habe, werden auch wiederum ein bisschen schräg. So, gab es sonst noch Fragen? Ich bin im Chat stehen geblieben. Was
was haben wir hier noch sonst noch alles? Ja, Jan, gerne beantwortet die Frage. Dazu ist es ja ein Livestream. Ich freue mich ja, dass ihr so zahlreich auch hier seid. Dann zum AFC-Modus. Genau, es gibt ja, ich bin auch ein paar Mal gefragt worden, wie hoch ist die Trefferquote im AFC-Modus? Das ist sowas mit Lila. Die flitzt halt auf der Wiese irgendwie rum, wie eine Bekloppte. Da kann ich das ganz gut testen. Ich habe ja in dem Video zur XT5, glaube ich, oder zur XH2, ihr wisst besser wie ich, vermutlich, habe ich ja eine kurze Statistik mal aufgemacht, wie hoch die Trefferrate ist. Ich finde sowas schwierig, also man kann es vermutlich wissenschaftlich prüfen, wie hoch die Trefferrate ist. Also aufschreiben hilft schon mal, klar, testen, das ist ein Teil der wissenschaftlichen Methode. Aber man müsste ja auch einen identisch wiederholbaren Weg haben oder ein Motiv haben, was sich exakt gleich verhält und nichts an der Umgebung sich ändert. Deswegen ist es super schwierig, glaube ich, das wissenschaftlich nachzustellen, tatsächlich sauber wissenschaftlich nachzustellen. Deswegen mache ich es nicht, weil wenn, dann will ich es richtig machen, mit prüfbaren, sauberen Methoden. Kann ich nicht, mache ich deswegen nicht. Ich für mich habe festgestellt, dass die XT5 im AFC-Modus eine wesentlich höhere Trefferrate als die XT4 hat. Hat die XH2S eine noch höhere Trefferrate? Ja, hat sie, definitiv. Ist aber auch klar, weil es die bessere Kamera im AFC-Modus, im Fokus ist. Wie hoch ist die Trefferrate? Ich glaube, ich war so bei um die 80% oder so. Ich bin kein Sportfotograf. Ist nicht mein Ding, dass ich schnelle Objekte im AFC im Serienbild fotografiere. Deswegen, für mich ist es ausreichend. Ich finde es super. Das Objekt, die Objektverfolgung und die Objekterkennung hilft mir schon so sehr, die Sachen zu treffen, dass ich mit der Trefferrate dann auch tatsächlich glücklich bin. Das war die eigentliche Frage. Sorry, jetzt komme ich noch mal drauf zurück. Man kann umstellen in der Kamera, ich mache es mal hier im Menü eben, dass ihr es auch sehen könnt, ob die Kamera, wenn ich im Continuous-Modus bin, was sie priorisieren soll. Priorisiert sie, dass ich auslöse oder dass ich fokussiere? Weil es ist falsch formuliert. Wo ist es denn? Wenn man die Sachen immer sucht. Instant. Release Focus Priority. Hier ist es drin. Wenn ich im AF-C-Modus bin, soll sie das Auslösen oder das Fokussieren bevorzugen, priorisieren. Heißt, ich verfolge ein Objekt im AFC-Modus, ich drücke halb durch auf dem Auslöser, die Kamera versucht scharf zu stellen. Wenn ich dann ganz durchdrücke, ich will jetzt ein Bild machen, entscheidet die Einstellung, was die Kamera macht. Versucht sie erst den Fokus zu treffen oder löst sie erst aus? Je nachdem, was ich eingestellt habe, kann es sein, dass ich das Objekt noch nicht getroffen habe mit dem Fokus, aber die Kamera löst zumindest schon mal auf und sie erwischen dann direkt danach. Wenn ich auf Fokus bleibe, kann es sein, dass ich den Moment verpasse und nicht mal zufällig die Chance hätte, das mit dem Fokus zu treffen, weil die Kamera noch nicht scharf gestellt hatte. So ist es zum Beispiel im AFS-Modus, im Einzelbild, im Einzelfokus. Jetzt bin ich auf AFS zum Beispiel, ich fotografiere einen schwarzen Tisch, die Kamera, ihr seht, drückt den Auslöser ganz durch, sie fotografiert aber nicht, weil sie keinen Fokus findet. Wenn ich die Einstellung jetzt ändere, dass ich hier auf Release gehe, drücke ich durch und sie löst auch tatsächlich aus. Ich kann also auch in die Unschärfe rein fotografieren, wenn ich das möchte. Die Kamera wartet nicht, bis sie erst den Fokus gefunden hat. Das beeinflusst natürlich auch die Trefferrate, die ihr habt am Ende. So. Gab es noch Fragen hier? Ich schaue mal eben. Ihr seid ganz aktiv auch miteinander, das finde ich sehr gut. Ich scanne mal eben nochmal nach dem Fragezeichen, falls noch Fragen offen waren, die ich jetzt nicht gesehen habe. So, wir filtern mal und schwupp. Das ist noch eine gute Frage zum Abschluss, bevor wir gleich nochmal in die Bilder gehen, weil das leitet gut zu den Bildern über. Charlie fragt: Wenn ich mich auf ein Objektiv beschränken müsste an der XT5, wäre das das XF23 RWR LM. Ist meine Hauptlinse. Punkt. Kann ich anders, alles andere wäre gelogen. Mit der Brennweite fotografiere ich im Reportagekontext fast alles.
Ich mag meinen 18er auch sehr, das ist im Moment hier drauf. Das ist manchmal ein bisschen zu weit. Ich kann zwar auch croppen, also ich habe die Möglichkeit hinterher, aber mit dem XF23 bin ich so vertraut, ich sehe die Welt durch die Brennweite eigentlich schon. Ich weiß genau, wo ich stehen muss, wenn ich was fotografieren will mit dem Objektiv. Deswegen habe ich das eigentlich standardmäßig drauf mittlerweile. So, dann schalte ich mal nochmal um in meine lustige Keynote rein, in meine Bilder. Da waren wir vorhin ja irgendwo stehen geblieben, genau. Ich habe noch ein paar Bilder aus Kuba mitgebracht. Zap, 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 zap. Wenn ihr später eingeschaltet habt, müsst ihr nochmal zurückgehen. ich habe noch ein paar so Bilder, da seht ihr nächste Woche aber noch ein paar mehr in der Methodik YouTube Live, wo wir ein bisschen drüber sprechen. Da gehen wir nicht genau auf die Bilder hier ein. Wir waren ja in einer Ballettschule unterwegs, wo wir fotografiert haben. Super spannend, da zu fotografieren. Das ist Felix Rodriguez, der Ballettmaestro. Ein total spannender Mensch, der wirklich ein Leben für die Kunst hat. Neben dem, dass er sein Leben lang schon tanzt, seitdem er laufen kann vermutlich, und heute als Lehrer arbeitet auch, hat hier eine Prüfung abgenommen. Mit seinem Ballettschüler ist er auch noch Maler. Demnächst könnt ihr hier hinter mir dann auch eins seiner Bilder sehen. Er hat uns jeweils eins geschenkt. Er bemalt auch hier in seiner Straße zum Beispiel diese Strommasten mit verschiedenen Motiven. Total spannend. Also wenn man eine längere Zeit an einem Ort ist, kann man wirklich sehr in die Tiefe gehen bei den Themen und die Menschen kennenlernen, die schöpfen auch Vertrauen, lassen einen. Wir haben bei ihm in der Wohnung drin und dort Kaffee getrunken, unser Interview aufgenommen, wir waren mit ihm in der Ballettschule unterwegs. Das war super, super spannend auf jeden Fall. Von ihm habe ich auch ein paar richtig coole Porträts geschossen, wenn ich das so sagen darf. Er hat aber halt auch so ein interessantes Gesicht, die langen Haare. Das Licht in Kuba ist natürlich auch immer ein Traum. Da kann man schon auch richtig tolle Porträts schießen. Das ist die Lilly, auch mit dem Vedado-Rezept fotografiert. Ich habe mit ihr einfach einen Porträt-Shoot gemacht in Kuba, weil ich einfach sagen können wollte, ich habe mal eine Porträtproduktion in Kuba gemacht. Wir haben so, sie gebucht, wir haben uns noch eine Location gebucht, dass ihr da noch ein Bild davon, weil ich es einfach mal on location im anderen Land fotografieren wollte und weil ich einfach einen Koffer mit noch mehr Zeug mit mir rumschleppen wollte. Ich habe meinen kleinen Profoto-Blitz, eine Stange dazu und eine Softbox dabei gehabt. Also das ist zum Beispiel ein Motiv, das angeblitzt ist tatsächlich von vorne. Also von hinten kommt die Sonne rein, von vorne blitze ich es ganz leicht auf. Hier ist wieder mit natürlichem Licht. Das ist einfach so ein Lichtschacht, der hier durch so einen Innenhof reinkommt und sie hier trifft. Alles Mögliche ausprobiert. Das war die Location. Wir haben uns eine Bar gemietet, die hätte eigentlich an dem Tag zugehabt. Und wir haben gesagt, hey, wir geben euch ein paar Euros, ihr schließt dafür auf und wir kriegen ein paar Mojitos. Dann haben wir da auch nochmal fotografiert. Ich habe die Bar gesehen und ich hatte schon das Bild, so wie es hier auch ist, schon im Kopf. Ich musste nur nochmal hin, zusammen mit Lilly und einem Mojito. Und dann konnte ich dieses Bild auch so dann auch tatsächlich umsetzen. Ich habe ja in Kuba recht viel Heavy Metal fotografiert, deswegen habe ich da auch mal ein paar Bilder mitgebracht. Da ging es ja schon übel zu. hier Pagan Metal, nordisch angehaucht. Ein bisschen bizarrer, wenn ich das so sagen darf, bei 32 Grad Death Metal zu hören. Das ist ja eher normal in Skandinavien so angesagt. Fand ich aber unglaublich spannend, mich in diese Metal-Szene reinzuarbeiten, auch anliegend in die Rock'n'Roll-Szene. Was machen die so? Was für Konzerte finden statt, mit welchem Equipment spielen die, wie ist Musik, das Musikbusiness in Kuba organisiert, all die Themen ein bisschen zu erörtern, fand ich super, super spannend. Hat mich wieder dahin gebracht, wo ich ja ursprünglich mal herkomme in der Fotografie. Ich habe auf Konzerten habe ich das Fotografieren gelernt, das konnte ich jetzt wieder machen. Das war total spannend, da verschiedenste Szenen auch mitgenommen, verschiedenste Bühnen auch gesehen, auf denen ich fotografieren konnte und war einfach interessant, das mal wieder in dem Ausmaß zu machen. Ich war jetzt die letzten Jahre auf so gut wie keinem Konzert und in den 3 Wochen habe ich richtig viele Konzerte mitgenommen, richtig viel Musik gehört, ganz tolle Leute auch kennengelernt in Kuba. War eine wirklich tolle Sache. Ich mag einfach Musiker, bin ja selbst einer. Und die auf der Bühne oder Backstage einzufrieren, mit welchen Gesichtsausdrücken die manchmal einfach unterwegs sind, ist einfach immer wieder spannend. Und weil die Frage ja auch ein paar Mal aufkam, jetzt gehen wir nochmal technisch. Hohe ISO-Zahlen. Das ist ja eine der kontroversesten Themen mit dem neuen Sensor. Ich kann es ja im Prinzip verstehen. Im Prinzip, ja, alles richtig.
Also fragen, wie verhält sich eine Kamera bei hohen ISO-Werten? Und tatsächlich sehe ich es ich aber von der Seite, es wird schon nicht schlechter sein und wenn, dann nicht viel. So bin ich an die Sache rangegangen. Es haben so viele nachgefragt, dass ich schon noch ein paar Bilder mit hohen, also das ist ISO 800, das kommt dann noch mehr, mit hohen ISO-Zahlen gemacht habe. Und habe hier mal die Bilder mitgebracht. Das ist ISO 800, aber eine Viertelsekunde lang belichtet. Da hilft natürlich der Bildstabilisator einfach an der Kamera. Deswegen ist es eigentlich ein sehr, sehr cleanes Bild tatsächlich. Hier ist es schon ein bisschen anders. Hier ist es mit ISO 3200 eine 30. Sekunde fotografiert. Aber auch hier finde ich das Rauschen, auch in den dunklen Bereichen, die YouTube-Kompression frisst es vermutlich eh auf, sehr entspannt. Auf gar keinen Fall finde ich es schlechter als das, was ich mit einer X-T4 bekommen hätte. Das funktioniert wunderbar. Ich habe es auch auf den Bühnen getestet. Da ist ja oftmals auch sehr wenig Licht, wenn man von hinten an den Musiker ran will, weil das Licht kommt meistens auf der Bühne von vorne. Aber auch hier bei ISO 4000, klar, also man sieht es an den Scheinwerfern schon, dass hier ein Rauschen entsteht in diesen Bereichen. Ich finde das aber extrem entspannt. Ich finde, das ist, wenn Bilder zu glatt sind, dann sehen sie digital und künstlich aus. Ich mache eh schon Körnung rein. Also es gibt wohl nicht genug von euch, die irgendwelche Presets drüber knallen, wo eine Körnung dazu kommt. Da darf man sich eigentlich über das normale Rauschen nicht beschweren. Ich mag das Rauschen, das die Fujifilm-Kameras liefern. Ich finde es ein sehr angenehmes Rauschen, das ich eigentlich nicht als störend empfinde. Es gibt bestimmte Lichtsituationen, aber das hat mich auch schon an der X-T4 gestört, wo es dann sehr auffällig wird und sehr auch die Schärfe massiv beeinflusst. Also ISO, was war hier jetzt, ISO 4000 ab ISO 6400, da merkst du schon, da geht auch die Schärfe dann einfach flöten. Das ist dann eigentlich das größere Problem, als dass das Rauschen jetzt irgendwie, also das hängt natürlich zusammen, klar. Aber das ist bei meinen anderen Kameras genauso. Das war bei der X-T4 nicht anders. Das war ist an der Vollformat dann auch so. Es gibt keine Magie in dem Bereich. Ich finde das ISO-Rauschen aber tatsächlich nicht schlechter als vorher. Also wer da die größte Sorge irgendwie hat mit dem Thema, kann ich euch beruhigen. Ich empfinde es nicht als störend, was die Kamera hier an Bildern oder an Bildqualität liefert. So, jetzt mache ich nochmal einen Überflug über die Kommentare. Was sehen wir hier so? Ach, guck mal, die Fellnasen sind auch hier. Hi, ihr Fellnasen. Die Filmtemperatur brennen, die sind schon sehr cool. Ja, da bezieht sich auf das 1655, 15 mm mehr Brennweite. Ah, das Tamron, glaube ich, hat er ihr irgendwie besprochen. Ja, spannendes Objektiv auch. Hier gab es noch eine Frage von Andi, eine Möglichkeit, die AF-Felder auf Tasten zu legen und die Auswahl einzugrenzen, mit einer Taste direkt auf eine bestimmte Zone zu springen. Wäre eine super Funktion. Fujifilm, falls ihr zuschaut, Andi hat genau die richtige Frage gestellt. Das würde ich mir auch wünschen, dass ich es noch weiter einschränken kann, wo der Fokushebel mich hinführt oder ich sogar Zonen speichern könnte in irgendeiner Art und Weise. Das würde ich mir auf die Wischgesten vielleicht sogar legen dann, um da zusätzliche Funktionen unterzukriegen. Dann gab es hier unten auch nochmal Andi, gute Mitarbeit, kriegst ein Sternchen ins Klassenheft heute. Künstler haben es auf Kuba nicht leicht. Ja, das kann ich bestätigen. Die Musiker dort, ich habe einen fotografiert, der ist von dieser Rock Agency, die praktisch staatlich organisiert diese Musikförderung übernimmt und die Konzerte veranstaltet und so weiter. Friedmann ist sein Spitzname. Er hat einen schönen Satz gesagt, sie versuchen hier nicht zu hüpfen, sie versuchen gerade so irgendwie zu stehen. Also man merkt, dass die wirklich nicht auf verlorenen Posten kämpfen, aber die haben ein unglaubliches Interesse daran, Kunst und Musik in dem Fall zu machen. Wie es ein paar Kubanerinnen und Kubaner gesagt haben, das liegt einfach in deren Blut, Kunst und Musik. Und die haben es auch extrem schwer. Ich habe mit einem Schlagzeuger gesprochen, der kann in Kuba keine Drumsticks kaufen. Gibt es nicht. Punkt. Es gibt dann WhatsApp-Gruppen, wo sie die Schlagzeuger organisiert haben. Immer mal wieder bringt jemand neue Sticks ins Land. Und die werden dann quasi Schwarzmarkt dann ja eigentlich untereinander dann quasi verkauft. Irgendjemand kriegt immer mal wieder ein paar, dann werden sie untereinander
verkauft irgendwie. Und das, da merkt man schon, ich meine, ich kann jetzt auf eine Website gehen von einem der großen Musikalienhändler in Deutschland und ich habe morgen neue Sticks im Briefkasten liegen. So einfach ist es für mich und ich spiele nicht mal Schlagzeug. Für die ist es nicht so. Saiten, Mikrofone. Ich habe Sachen fotografiert, die so durchgerostet waren, dass man eigentlich nur mit einer Tetanusimpfung in ein Mikrofon reinsingen könnte, weil man sonst Gefahr läuft, sich eine Blutvergiftung zu holen. Also das sind schon widere Umstände, anders kann man es nicht sagen, gegen die da kämpfen. Und deswegen finde ich es umso beachtlicher, was sie machen. Und genau deswegen habe ich diese Reportage über die Schwermetalljungs und Mädels auch gemacht, weil ich das eben sichtbar machen wollte, auf welchen verlorenen Posten die kämpfen. Wenn ihr in einer Heavy-Metal-Band spielt und Bock habt, mal ein paar geile Konzerte vor Publikum zu machen, die wirklich Bock auf das haben, geht nach Kuba. Ich vermittle euch sehr gerne die Kontakte dahin. Ich hoffe auch, dass die Bilder, die ich gemacht habe und die Texte dazu dann vielleicht mal irgendwo Richtung Musikpresse irgendwo gehen, dass das da veröffentlicht wird, damit möglichst viele Musiker das vielleicht sehen, wie es in Kuba läuft. Und ich werde das nächste Mal, wenn ich nach Kuba gehe, alle meine Gitarrenplektren, Saiten und Drumsticks, die ich finde, in meinen Koffer zuwerfen und dort drüben dann einfach unter den Musikern streuen, weil die können es wirklich gebrauchen. Wenn ihr nach Kuba geht, wenn ihr selbst Musikerin oder Musiker seid, ihr habt was übrig, nehmt's mit, die freuen sich, die sind euch unendlich dankbar dafür. So, dann gucke ich mal nochmal in eure Kommentare eben rein, bevor wir hier langsam den Sack zumachen. Die letzte Chance, jetzt auf den Abo-Knopf zu drücken und ein Like da zu lassen. Ich sehe, hier gehen immer ein paar so Likes rein. Jetzt liken und nächste Woche Dienstag nochmal einschalten. Da würde ich mich sogar noch mehr als über den Like freuen. Kann man DxO, Photolabs und Nick uneingeschränkt mit der Fujifilm X-T5 verwenden? Ja, ich. Also DxO Labs ging früher. Es kann halt sein, dass du ein Update dafür brauchst. Wenn du eine Kaufversion hast, für die es keine Updates mehr gibt, wird vielleicht eine neuere Kamera nicht unterstützt. Das weiß ich tatsächlich nicht. Normalerweise findest du bei den Herstellern von der Software aber immer eine Liste mit unterstützten Kameras. Welche Kamera würdest du als Backup zur X-T5 sehen, wenn es um möglichst identische Bedienung geht? Ich habe schon eine X-T4, die ist am allernächsten dran. Alle Buttons sind im Prinzip an der gleichen Stelle, das ist gut. Das Display ist der große andere Punkt. Ich bin ehrlich, eine X-T5 ist das beste Backup zu einer X-T5. Ist natürlich auch die höchsten Kosten. Bei mir ist es aber halt auch so, wenn ich jetzt Jobs mache, also ich bin Berufsfotograf, ich komme von einer anderen Ecke, für mich ist es Arbeitsgerät ganz einfach. Ich habe immer Ersatzkameras dabei. Wenn ich jetzt, heute habe ich nur eine X-T5, wenn ich auf einen Job gehe, habe ich meine X-T4 als Zweitkamera dabei. Die hat nicht die Auflösung, die brauche ich ja meistens aber auch nicht, aber mit der könnte ich im Zweifelsfall immer noch arbeiten. Wenn ich weiß auf einem Job, ich brauche die Auflösung von 40 Megapixeln, würde ich meine GFX mit reinwerfen. Bedient sich komplett anders, aber ich hätte dann die Auflösung zumindest, wenn ich weiß, die Bilder brauchen die Auflösung. Also es geht nicht nur ums Bedienkonzept, es geht immer um das Ziel, wo ich hin will mit meinen Bildern. Warum fotografiere ich irgendwas? Wenn ich die Auflösung brauche, brauche ich eine Kamera, die die Auflösung hat. Wenn ich eine Kamera brauche, die gleichen Fokusgeschwindigkeit bringt, also wenn du mich jetzt auf eine Sportveranstaltung schickst, mit einer X-T5 würde ich vermutlich keine X-T4 mitnehmen, sondern mir aus dem Rent eine zweite X-T5 oder eine XH2S holen und die primär verwenden und meine X-T5 als Backup. Also wenn es drauf ankommt, auf eine Backup-Kamera, auch über Rent nachdenken, also Leih-Equipment nachdenken, mache ich auch immer wieder, dass ich mir einfach eine Kamera ausleihe für einen Job und die dann zusätzlich mitnehmen. So, was haben wir noch so an Fragen? Ah, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Danke, Moritz, für die Frage. Was stört mich an meiner X-T5? Was würde ich an der X-T5 ändern? Kleinigkeiten, wenn überhaupt Kleinigkeiten. Ich würde, wie gesagt, ich springe hier nochmal auf die doppelte Ansicht, die Kläppchen hier an der Seite, ich würde die wieder abmontierbar machen. Für meine Video-X-T5 hätte ich die gern los, die Kläppchen. Die brauche ich dann einfach nicht. Ich finde, gleiches gilt auch für das SD-Kartenfach, wenn es abmontierbar wäre, wäre es einfacher auszutauschen, wenn man es mal abreißt. Das ist aber jetzt keine großen Punkte, das sind Kleinigkeiten. Woran ich mich noch gewöhnen muss, ist der Ein- und Ausschalter. Der ist ein bisschen, ich habe es ja in meinem Video gesagt, der ist ein bisschen nach hinten gerutscht. Sprich, man muss mit dem Finger mehr reindrücken, um ihn tatsächlich erwischen und umzuschalten.
Das ist nach wie vor der einzige wirkliche Negativpunkt, den ich an der Kamera sehe. Und das ist, also arg viel geringer geht es ja nicht mehr und es ist Gewöhnungssache. Ich merke es halt immer daran, dass es an meiner X-T4, wenn ich die auch dabei habe, leichter geht, weil der ein bisschen weiter vorne ist, der Hebel. Dafür hat die X-T4 ganz andere Probleme. Aber im Wechsel zwischen X-T4 und X-T5 fällt mir das hier immer negativ auf. Andersrum gesprochen fällt mir an meiner X-T4 aber sofort der elektronische Sucher auf, weil der an der X-T5 meiner Meinung nach wesentlich besser ist, also durch den neuen optischen Aufbau wesentlich besser ist. Also es sind Kleinigkeiten, die mich an der X-T5 stören. Ich hätte Optimierungspotenzial von der X-T5. Also ich hätte Verbesserungsvorschläge, hallo Fujifilm, ihr kriegt demnächst wieder E-Mails von mir, was ich gerne noch anders machen würde. Wie ich eine X-T6 sehen würde. Was kann man noch optimieren? Ich mache dazu aber mal ein eigenes Video tatsächlich, wie ich meine Traumkamera aufbauen würde. Wenn ihr ein Video sehen wollt, welche Traumkamera der Thomas hätte, was da alles rein soll, wie sieht die X-T6 aus, jetzt ein Abo da lassen und ein Like. Wunderbar, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank für eure Kommentare, für die Likes, für die Abos, die ihr da gelassen habt, dass ihr so lange dabei wart. 2,5 Stunden ist auch nicht selbstverständlich, hier dran zu bleiben. Wenn ihr es nachträglich angeschaut habt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar, wenn es nicht mehr live war, das ganze Video. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wenn ihr das für andere Kameras, die vielleicht in Zukunft kommen, auch sehen wollt, lasst gerne einen Kommentar da. Ich werde über die Kameras dann auch berichten, dann machen wir da auch wieder eine Einrichtungs- und Frageparty draus. Dann können wir gemeinsam uns ein paar Kameras anschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Restabend. Hoffe, dass ihr jetzt noch ein bisschen Sandmännchen schauen könnt und dann es auch schon ab ins Bett geht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.